wir die 500er-Marke jetzt geknackt haben. 500 Teilnehmer sind da heute mit dabei, was eine extrem erstaunliche Anzahl ist, finde ich. Ich freue mich, Sie hier alle begrüßen zu dürfen. Mir obliegt es also ganz kurz einzuleiten in den heutigen Vortrag, der ja so etwas ist wie ein Startschuss für unsere iPad-Offensive. Was verbirgt sich dahinter? Ich darf Ihnen sagen, dass wir, in den Schulen ist es auch schon angekommen, im Prinzip für alle Lehrkräfte iPads bestellt haben, zusätzlich zu den vorhandenen Windows-Geräten, also den Dell Convertibles, und zwar aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Der Großteil ihrer Schulleitungen hat sich dazu entschieden, ab dem nächsten Jahr eine 1:1-Zuordnung von iPads zu Schülern bei uns zu beantragen, so dass wir also im nächsten Jahr bei einer Vielzahl der Fälle der Schulen davon ausgehen, dass tatsächlich eine große Zahl von iPads in der 1:1-Zuordnung an den Schulen ist. Und da ist uns immer wieder gemeldet worden von Ihrer Seite, es wäre tatsächlich wichtig, dass auch Sie dann so ein Gerät haben, um möglichst gut mit den Schülern auf dieser Ebene dann, auf dieser Ebene des Gerätes auch zu kommunizieren. Das haben wir uns zum Ansporn genommen und haben tatsächlich dann nochmal zusätzlich zu den Windows-Geräten eben jetzt iPads für Lehrer geordert. Und mit dem heutigen Tag soll so etwas tatsächlich ein Startschuss gegeben sein, dass Sie sich mit dem Gerät vertraut machen, dass Sie sich mit der Technologie des Geräts vertraut machen. Heute ist nur ein Startschuss. Es wird weitergehen, es wird Workshops geben, es wird dann Multiplikatoren-Schulungen geben. Wir tun jetzt eben alles in diesem Schuljahr noch, möglichst so, dass Sie nicht also über Gebühr strapaziert werden, dass Sie in das Thema iPad reinkommen können. Das ist uns ein Anliegen, denn wir wollen, dass wir den Weg, den wir in den letzten Monaten gut gegangen sind in der Digitalisierung, auch weitergehen. Es wird so sein, dass wir, ich denke am Anfang des Schuljahres dann so grob 12, 13, 14.000 iPads also in den Schulwerkschulen haben, plus die Windows-Geräte, die Sie als Lehrer haben. Wir haben auch jetzt in der Zeit des Lockdowns versucht, unsere Hausaufgaben weiterzumachen. An allen Schulen wird jetzt ein flächendeckendes WLAN da sein, ein leistungsfähiges WLAN, das auch diese große Anzahl von Geräten packen wird. Ja, und das sind so unsere Hausaufgaben, die wir versucht haben zu machen, um Ihnen einen möglichst guten Start hin in diese iPad-Zeit zu generieren. Und da freuen wir uns, wenn wir den Weg gemeinsam gehen können. Und ich glaube, wir haben heute einen tollen Referenten gefunden, Herr Hoffmann von Mobile Schule, echter Fachmann in dieser Sache, der große Einheiten schon begleitet hat auf diesem Weg. Und da freue ich mich ganz besonders, dass Sie uns heute einen Einblick geben in das, was da auf uns alle zukommt. Feuer frei! Ich glaube, Sie müssen Ihr Mikro noch anmachen. Oh, ein Klassiker. Ich sitze seit 13 Monaten hier an diesem Platz und es passiert mir täglich. Also, was ich sagen wollte, ist Moin Moin. Sie hören wahrscheinlich kaum raus, dass ich aus einer ganz anderen Region der Bundesrepublik komme. Ich bin Niedersachse und betreue seit vielen Jahren Schulen und Schulträger auf diesem Prozess des digitalen Wandels und habe selber diesen Prozess auch als Lehrer durchlebt. Zu meiner Person möchte ich gar nicht so viel sagen. Sie sollen aber zumindest einen Eindruck darüber bekommen, wer hier vor Ihnen steht. Grundsätzlich zum Ablauf. Penelope von dem Institut für moderne Bildung betreut den Chat. Das heißt, wenn Fragen da sind, würde ich Sie erstmal bei der Fülle der Menschen bitten, Fragen darüber zu stellen. Ja? Wir haben am Ende aber auch noch Zeit, denn wir haben uns gesagt, dass wir nageln das nicht auf irgendein Stundensignal fest. Wenn Ihre Fragen bedient sind, wenn Sie glücklich sind und wir auch, dann schließen wir und dann kommen wir vielleicht früher nach Hause, vielleicht dauert es länger. Das hängt ein bisschen von Ihnen ab, von Ihrem Interesse. Und nachher können wir auch dann das mit den Mikros anmachen. Im Moment sind 600, da würde ich mich nicht so trauen. So, ich war selber Lehrer, 15 Jahre. An der Oberschule Waldschule hatten, so einen Leuchtturm in Niedersachsen und habe 7 Jahre für das Land Niedersachsen auch Schulen betreut.
Ja, wir haben uns, ich habe mich damals 2008, 2009 tatsächlich erstmals damit beschäftigt und 2012 ist dann durchgekriegt, dass alle Schüler bei uns ausgestattet wurden mit digitalen Endgeräten. Wenn Sie 2012 zurückblicken und an digitale Endgeräte denken, ja genau, das war es auch. Das waren schwere Notebook-Brocken, die meine Schüler da mitgeführt haben. Aber wir haben einfach gemerkt, wir müssen uns dieser Thematik annehmen. Und ich wollte mit den Kindern zusammen diese Erfahrung sammeln. Ja, das war eigentlich meine intrinsische Motivation. Ich hatte noch nicht so richtig viel Ahnung, was ich da tue. Ich wusste nur, ich muss es tun. So, und daraus wurde dann eben konzeptionell etwas Vernünftiges, von dem ich auch gleich gerne spreche. Seit 2018 bin ich rausgegangen und bin jetzt selbstständig. Genau. So, ich möchte aber, bevor wir gleich wirklich so auch vertieft, nach meinem Vortrag kommt Saskia Ebel, die ist hoffentlich jetzt hier auch schon im Raum drin, eine liebe Kollegin aus Karlsruhe, die so Unterrichtsszenarien mal durchgeht und Möglichkeiten der Arbeit mit dem iPad Ihnen zeigt. Und danach, im dritten Abschnitt, würde ich dann wieder einspringen, um Ihnen so ein bisschen die Ängste oder die Sorgen zu nehmen, im Hinblick darauf, wie arbeitet man mit dem iPad, wenn man eigentlich aus der Windows-Welt kommt. Funktionieren eigentlich beide Welten miteinander? Heißt das jetzt für Sie doppelte Arbeit? Da werde ich dann am Schluss noch ein bisschen reingehen. Ich möchte aber erstmal uns alle so ein bisschen mitnehmen in diese Gedankenwelt, in der wir uns gerade befinden, weil dafür natürlich sehr wenig Zeit ist im Moment. Und ich, glauben Sie mir, ich weiß, wie Ihr Alltag aussieht. Da stehen wir. Wir stehen inmitten einer unfassbaren, eines unfassbaren Boostes sozusagen dieser Thematik, der schon quasi im Gange war, bevor Corona zuschlug, denn der Digitalpakt war ja schon da in aller Munde. Sie mussten Medienbildungskonzepte gegebenenfalls, haben sie die schon fertig geschrieben, Medienentwicklungspläne wurden angefertigt und Ausschreibeverfahren und so weiter waren da schon ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt, wir steckten ja schon gedanklich tiefer drin als die letzten Jahre, die meisten. Was dann im März passiert ist, muss ich Ihnen nicht erzählen, haben Sie am eigenen Leib gespürt. Erstmal war es eine Schockstarre, man wusste überhaupt nicht, wie es jetzt weitergeht, was passiert. Aber dann setzte eben etwas ein, neben viel Aktionismus, aber auch viel Konzeptionelles, viel Experimentelles. Und das finde ich ganz schön, dass viele, viele Schulen sich wirklich auf den Weg gemacht haben und experimentiert haben. Und das ganze Thema, und da gehe ich jetzt mal einen Schritt nach rechts, ist natürlich auch viel, viel mehr in den Fokus der Gesellschaft, der Politik geraten. So, jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, viel zu spät. Stimmt, viel zu spät. Aber ich glaube, was wir jetzt machen müssen, ist nicht nach hinten blicken, sondern nach vorne und sagen, okay, das ist jetzt, vieles ist versäumt worden, aber jetzt müssen wir diesen Drall eben tatsächlich nutzen. Wir haben aber durch Corona auch vieles gemerkt, von dem wir geglaubt hätten, dass es irgendwie anders sei. Nämlich, dass unsere Schüler Digital Native seien und die Arbeit mit digitalen Endgeräten mal ebenso können. Nein, können sie nicht. Und wir haben eine Sache festgestellt, die Eltern können es auch nicht. Und so haben wir natürlich festgestellt, es hakt und knirscht an vielen Punkten, die uns vorher so gar nicht bewusst waren. So, und was heißt das für mich? Nicht nur aus der Fernunterrichtsperspektive, sondern auch aus der Perspektive Kommunikation halten, Motivation meiner Schüler, meiner Schülerinnen. Was heißt das für mich? Wir haben hier eine Baustelle vor uns, die hat erstmal mit Digitalisierung zwar zu tun, ja, aber es geht hier nicht um eine Digitalisierung, es geht auch nicht um digitalisierten Unterricht. Und es ist zwar schick, dass da jetzt kein Overhead-Projektor steht, sondern ein Beamer oder ein Panel oder sowas, sondern es geht um viel mehr. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten 13 Monaten, 14 Monaten alle gelernt. Es geht hier um eine komplett veränderte Lernkultur. Und ich mache es immer an einem Beispiel fest. Das finde ich immer, ist immer das schönste Beispiel. Das, was Ihre Schüler, wenn sie nicht Fortnite spielen, sind sie dort unterwegs. Und dies hier, alleine TikTok, zeigt mir so sehr, wie unterschiedlich die Lebenswelt unserer Schüler zur Lebenswelt der Schule selber ist. Ja, wir können das noch so schlecht finden, noch so dämlich. Die Tatsache, dass unsere Schüler 30 Sekunden gewohnt sind, ja, und TikTok, virale Videos bei TikTok sind 30 Sekunden, alles drüber ist ein Spielfilm.
Das hat was mit das hat auch was mit Lernen zu tun, das hat was mit Informationsaufnahme zu tun, das hat was mit Informationsverarbeitung zu tun. So, und das zeigt mir eben ganz viel. Wir haben im letzten Jahr gemerkt, wie weit wir letztlich weg sind, auch vom Leben unserer Schüler. So, und das ist ein schönes Beispiel. In Niedersachsen haben dann alle im letzten Jahr dann irgendwelche Plattformen eingeführt. Bei ihnen dann war es dann MEBIS und It's Learning und was auch immer da unten alles eingeführt wurde. Und es zeigte sich, obwohl die Schüler jetzt alle eigentlich eine E-Mail schreiben konnten, schrieb niemand eine E-Mail. Ja, lag nicht daran, dass die Schüler es nicht wollten, sondern dass sie es nicht kannten. Denn die E-Mail ist ein Kommunikationsmittel aus deren Steinzeit. So, das ist einfach nicht ihr Kommunikationsmittel, aber unser. So, und so sind wir durch diese Corona-Erfahrung natürlich an ganz vielen Stellen zu Punkten gekommen. Da geht es nicht nur um ein Tablet oder sowas, sondern da geht es um einen Graben, der größer gar nicht mehr sein könnte zwischen Lebenswirklichkeit und Schule. Was Corona aber gemacht hat, ist alle Pforten und alle Schleusen geöffnet. Ja, das meine ich jetzt nicht nur technologisch. Sie können sicher gehen, dass gerade in siebenstelligen Maße, millionenfach, gehen gerade Endgeräte in deutsche Schulen. Diesen Prozess hältst du nicht mehr auf. Sofortausstattungsprogramm, Digitalpakt, das Versprechen, Lehrergeräte an alle Lehrer auszuteilen, bei Ihnen schon erfolgt, sogar zweifach. Das ist eine Entwicklung, die werden wir nicht mehr bremsen. Und der Letzte, der hofft, dass das Handyverbot vor der Haustür jetzt noch Bestand haben kann, dem kann ich sagen, ich glaube, das läuft nicht mehr. Ja, das ist, also diese Bewegung ist einfach jetzt im Rollen. Und ich glaube, genauso einmal rein technologisch, nicht drauf gucken, das ist ein Bild, was ich lizenzfrei bekommen habe. Deswegen geht nur darum zu zeigen, dass es eben ganz, ganz viel Technologie gerade in die Schulen fließt. Aber wo stehen wir? Genau hier. Ja, es kommt zwar viel Technik, es kommt vielleicht viel Geld, hier mal mehr, mal weniger, aber im Prinzip ist es so, dass die Schulen doch alle weitestgehend Einzelkämpfer sind und weitestgehend versuchen, das ist übrigens das Schiff, was im Suezkanal steckte, diese Situation in Eigenregie irgendwie zu bewältigen. Und umso glücklicher und umso froher bin ich zu sehen hier bei diesem Projekt bei Ihnen, dass der Schulträger ganz, ganz maßgeblich diesen Prozess in die Wege leitet. Ja, und was meine ich damit? Ich glaube, was wir brauchen, fernab von diesem statischen 15-seitigen Konzept, Blatt Papier, was irgendwo im Schrank steht, wir brauchen eine pädagogische Vision. Und die braucht ein Schulträger genauso, wie sie die Schulen brauchen. So, und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was wir uns jetzt auf die Fahne schreiben müssen. Denn die Entwicklung, die wird über uns hinüberrollen, so oder so. Jetzt ist noch die Frage, wollen wir das konzeptionell auffangen? Wollen wir steuern oder wollen wir gesteuert werden? Und es gibt vielerorts, an vielen Schulträgerschaften, auch die ich betreue, werden die Schulen gesteuert. Und es gibt keine Vision und auch keine gemeinsam erarbeitete Vision. Und da werden eben viele Dinge getan. Ich habe es gerade gehört, der Wunsch war da nach den iPads. Der Schulträger hat darauf reagiert. Das ist schon eine Aussage, die hört man selten, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und das Wichtige ist, glaube ich, Folgendes. Wir müssen hier dann aber, und ganz klar zu beachten ist, das ist ein Haufen Arbeit. Da mache ich Ihnen nichts vor, aber das ist ein toller Haufen Arbeit. Das ist ein Veränderungsprozess, der gesellschaftlich schon lange eingesetzt hat und der in Schule jetzt umgesetzt werden muss. Und der ist unfassbar spannend. So, und natürlich braucht es dazu, und da gehe ich jetzt erstmal auf die Infrastruktur ganz kurz ein, braucht es dafür Infrastruktur. Diese ganze Diskussion, die gerade geführt wird, die ist ja immer nur auf Infrastruktur, Technik, Technologie. Das finde ich so, das ist so reduziert, weil es um viel mehr geht. Aber ja, genau die brauchen wir. Wir brauchen performantes WLAN. Da führt kein Weg mehr dran vorbei. Dass wir ein Konzept schreiben müssen, um zur Beantragung der Fördergelder des Digitalpaktes,
um WLAN zu erhalten, ist schon schräg im Jahr 2021, aber ist nun mal so. Und es braucht Präsentationstechnologie, ja, Beamer, Boards, was auch immer. Die braucht es. Und es braucht eine Schulserverlösung. Die braucht es auch. Und dann haben wir schon 3 der 4 ganz großen Baustellen abgehakt. Und die 4. Baustelle sind die Endgeräte und für die sind wir heute unter anderem hier. So, wenn wir uns das mal anschauen, ja, dann, ups, das ist so der Klassiker, machst einen zu weit, Entschuldigung. Wenn wir uns das anschauen, viele Haken könnten Sie jetzt setzen. Und der Herr Kosak hat es auch eben gesagt, es ist viel passiert, es wurden die Hausaufgaben gemacht. So, und das heißt, Sie sind, wenn irgendwann das wieder zum Normalbetrieb geht, jetzt sind Sie wahrscheinlich im Wechselbetrieb, ich weiß nicht, wie es in Bayern ist, hier oben ist es gerade so, jetzt geht's los und jetzt geht's darum, dass Sie in der Infrastruktur, die da ist, die ist jetzt da, die kann noch erweiterbar sein, die kann noch verbesserbar sein, mag alles sein und ist alles erweiterungsfähig und agil. Aber jetzt muss ein Prozess einsetzen, den die Schulen tragen und den die Schulen zu verantworten haben. So, und das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Denn wenn wir von zeitgemäßer Unterrichtsveränderung reden, wenn wir von zeitgemäßer Bildung reden, ist immer so schwierig, es wird immer viel von digitaler Bildung geredet. Es gibt keine digitale Bildung. Für mich gibt es, es ist Unterricht, das ist Lehren und Lernen. Und wir befinden uns in einer digitalisierten Welt. Also deswegen ist das auch so schwierig schon bei den Begrifflichkeiten. So, und was Sie aber, um jetzt wirklich weiterzukommen, sich entwickeln zu können, brauchen Sie stabile Technik. Die muss zuverlässig sein, die muss immer verfügbar sein und gut betreut sein. Das ist, finde ich, der allerwichtigste Schritt. Und mit immer verfügbar wäre dieser Schritt, dass eben auch dass auch Endgeräte in Kinderhände sind. Und nicht, man muss irgendwo in einen Raum gehen und dann einen Trolley in die Klasse holen, sondern jedes Kind hat ein Gerät, jeder Lehrer hat ein Gerät, alle haben ein Gerät. So, und aus meiner Erfahrung, und ich habe das von 2012 bis 2000, von 2009 eigentlich, von 2009 bis 2018 gemacht, 2012 dann eben als Klassenlehrer, du kannst Medienbildung, Medienerziehung nur durchziehen und wirklich zuverlässig machen, wenn diese Faktoren gegeben sind. Und zwar, wenn alle Kinder diese Geräte haben. So, und das ganz Wichtige, aber da wird zum Schluss natürlich dann noch der Marco und Penelope sagen, zu dem, was sie als Technik- und Supportpartner ja haben, habe ich an meiner Schule nie gehabt. Das waren meine Nachmittage und ich habe da Dinge gemacht, die ich nicht verstanden habe, um das irgendwie am Leben zu halten. Und das ist hier für mich auch ganz wichtig, wenn Sie in dieses Projekt gehen, wenn Sie in die Schulen wieder gehen, wenn das alles wieder läuft, dann ist daran gedacht und dieses Konzept steht. Und das muss Ihnen die Möglichkeit eben geben, sich zu entwickeln und sich um Pädagogik zu kümmern und nicht um Technik. Wir sind Pädagogen und wir sind keine Techniker. So, der zweite Punkt ist aber etwas, das liegt einfach im Ermessen eines jeden Einzelnen. Und ich glaube, das ist eine der großen Schwächen, die wir haben. Wir sind alles Einzelkämpfer. Ich habe das nicht anders gelernt. Ich habe mein Studium alleine gemacht, mein Referendariat alleine gemacht und ich habe auch meinen Unterricht alleine gemacht. Warum? Da, wo Sie jetzt stehen, stehen gerade wahrscheinlich 1,5 Millionen andere Menschen auch. Ja, gut, jetzt hat es 800.000 Lehrer, das war jetzt ein bisschen zu groß gedacht. Aber alle bundesdeutschen Lehrer stehen gerade in dieser Entwicklung. Der eine ein bisschen weiter vorne, der andere ein bisschen weiter hinten. Tatsache ist, die Herausforderungen sind überall identisch. So, und das Wichtige ist eben, warum vernetzen wir uns nicht viel mehr? So, und da meine ich nicht über irgendwelche Plattformen, die uns gestellt werden, sondern regional. Sie sind ein Verbund, Sie haben mehrere Schulen dort, aber auch mit den Nachbarschulen. Wir müssen uns viel mehr vernetzen. Und Saskia, die Sie gleich kennenlernen werden, und ich und viele, viele andere, 1000 Lehrer vernetzen sich beispielsweise in Social Media. Na, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, da sind überall lebende und aktive Lehrer-Communities, die auf alles eine Antwort haben. Und trotzdem ist es so, dass jeder Zeit verbrennt, jetzt die App zu suchen für den Geschichtsunterricht, die App für das und die und die und die.
Das habe ich für Sie alles 2012 schon besucht und wir haben Datenbanken erstellt, wo man einfach nur noch was eingeben muss. Nun ist aber das Problem, dass das Internet so riesig ist und man findet so wenig. Aber das gibt es alles schon. Ja, deswegen vernetzen Sie sich, und das ist auch eine Sache, die wir dann leisten können mit dem Institut zusammen. Das war wieder zu schnell, Entschuldigung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da viel mehr darauf achten, eben das iPad, wenn Sie suchen, das iPad in leerer Hand, iPad im Unterricht, Sie werden mittlerweile erschlagen an Internetseiten. Sie finden das nicht mehr, da verbrennen Sie Zeit. Suchen Sie sich Kollegen, die das schon lange gemacht haben, die das aus dem Ärmel heraus können. So, und jetzt komme ich auf das, wofür ich stehe, und auch wenn ich nicht mehr im Unterricht bin, ja, für mich geht es hier um dies. Für mich ging es auch 2012 schon darum, wie kann ich eigentlich diese Herausforderung dieses 21. Jahrhunderts irgendwie aufnehmen in noch nicht bestehende curriculare Vorgaben. So, und da gibt es eben dieses 4K-Modell, das wird die ein oder andere kennen. Und daran wird auch Saskia gleich mit Sicherheit so ein bisschen ihre Unterrichtsbeispiele festmachen. Das ist für mich bei allem, was ich tue, so eine Planungsbasis für meinen Unterricht, für meine Schulungen, für meine Workshops. Und das sind für mich 4 Kernkompetenzen, die wir unseren Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg geben müssen, so ungewiss die Zukunft für die auch ist. Nun ist aber, wenn Sie medienpädagogische Diskussionen verfolgen, da wird man ja wahnsinnig. Ja? Wir sollen jetzt mit VR-Brillen durch die Gegend rennen und Robotik, und wir sollen alle programmieren können. Und so, das ist, wir müssen einfach aber auch die Kirche im Dorf lassen. Und das ist mein Appell an Sie auch. Gehen Sie Ihren Weg, gehen Sie in Ihrer Geschwindigkeit. Sondern das ist ganz wichtig. Und wir müssen nicht auf jeden Hype aufspringen. So, die großen ideologischen Grabenkämpfe beginnen ja schon bei der Plattform an sich. Ist das ein Hype? Ja, wenn man der Presse folgt, ist das ein Hype? Nur zur Info, dieses Gerät gibt es seit 2011 im Schulmarkt. Ja, 2011 hat die erste Schule in Schottland gestartet, 2012 in Deutschland war es meine Schule und die Realschule am Europakanal in Erlangen. Das sind fast 10 Jahre. Also in Deutschland jedenfalls fast 10 Jahre. So, das ist schon eine Stabilität und eine Planungssicherheit, die man hat. Das muss man einfach sagen. Von Hype kann da wohl kaum noch die Rede sein. So, das ist im nächsten Atemzug aber auch, das ist meine Lieblingsfolie seit 5 Jahren mittlerweile. Sie sehen das Verfallsdatum da drauf. Das ist ein Bild aus meinem Lehrerzimmer. Und es hat tatsächlich, nicht jeder begreift es gleich, macht aber auch nichts. Die Person, die in der Lehrerküche tatsächlich dafür gesorgt hat, dass diese Milchtüte vorne aufgeschnitten wird, anstatt dass man sie aufdreht. Wir haben ihn nie oder sie nie lokalisieren können, aber wir fanden das Bild so wunderschön, was Bahar-Mentalität angeht oder Bewahr-Mentalität angeht, dass ich es gerne als Symbolbild für den digitalen Wandel nehme. So, und jetzt kommt aber dann so ein bisschen, wird's dann interessant. Sie sehen da Verfallsdatum 19, das war eine Veranstaltung in Potsdam, und ich habe einen jungen Mann gebeten, Abiturient angehend an einer Privatschule, er möge mir bitte Milch geben für meinen Kaffee, und er scheiterte kläglich. Aber er scheiterte komplett. Zum Schluss habe ich das abgebissen übrigens. Die Perforation kannte er nicht und hat das vorne so lange abgenuckelt, dass es weich wurde. So, und da musste ich lachen, weil ich gedacht habe, meine Güte, wenn wir an so kleinen Veränderungen schon scheitern, generationenübergreifend, wie wollen wir dann den digitalen Wandel schaffen? Aber ich glaube, wir schaffen das. Und ich glaube ganz sicher, wenn man erstmal in der Infrastruktur steckt, in der Sie jetzt arbeiten dürfen, und ich sage es ganz bewusst, dürfen, und dann verschiedene Schritte noch geht, und dies ist für mich einer der ganz, ganz wesentlichen Schritte, die es zu gehen gilt. Ja, wir brauchen ein valides Fortbildungskonzept. Und damit meine ich nicht wieder das Blatt Papier in der Schublade, sondern es muss gelebt werden. Nachhaltig. Ich weiß, das sind unglaublich viele Schulungen für Sie. Ja, Schulserver und Office 365 und Teams und dit und dat und Videokonferenzen und iPad. Und dann fachspezifisch. Das weiß ich. Deswegen nicht stressen, aber jetzt starten in eigener Routine und
schauen, wie baut eine Schule oder vielleicht schulübergreifend, wie baut man ein wirklich nachhaltiges Fortbildungskonzept auf. Starten bei Ihnen wird das zum Beispiel Ende Mai. Ich werde Ihnen gleich noch eine Veranstaltung zeigen, mobile Schule, die möchte ich Ihnen gerne zeigen. Das ist so ein bisschen mein Baby. Aber Sie kriegen auch Schulungen ab Ende Mai, wo es dann wirklich um unterrichtsspezifische Sachen geht. Das finde ich aber, das müssen Sie als Schule, da müssen Sie rangehen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das iPad ist ein sehr niederschwelliges Gerät, aber diese Sprüche, das kann jeder, das ist Quatsch. Das stimmt nicht. Und man braucht Schulung. Und je sicherer Sie sind im Umgang mit dem Gerät, desto sicherer treten Sie auch vor den Schülern auf. Was nicht heißen soll, dass Sie alles können müssen. So, und das ist auch mein Appell, bevor ich Saskia und dann Unterrichtsbeispiele. Saskia, bist du da? Nee, du kannst noch nicht reden. Ich muss dich gleich entstummen sozusagen. Das ist für mich, ist dieser ganze Wandel, der ist so sehr negativ behaftet in der Diskussion, in der politischen Diskussion. Für mich ist das ein unglaublich toller Schritt gewesen, 2012 diesen Weg zu gehen, mich zu hinterfragen, meine eigene Rolle zu hinterfragen, zu erkennen, ich habe schon seit wann gab es das erste Smartphone, 11, 12 Jahre? Ich habe seitdem schon nicht mehr die volle Kontrolle. Ich bin seitdem schon nicht mehr der alleinig Wissende im Klassenraum. Jedes Smartphone weiß mehr. Es hat sich ja so viel schon verändert, auch an meiner Rolle als Lehrperson, dass ich irgendwann gesehen habe, da müssen wir reinwachsen. Aber das ist eine Riesenchance, mal Dinge zu hinterfragen und alte Zöpfe auch abzuschneiden. Was nicht heißt, ist, was auch viel gesagt wird, dass alles, was wir früher gemacht haben, schlecht ist. Quatsch. Vieles von dem, was wir jahrelang gemacht haben, hat Hand und Fuß, war super und muss auch nicht alles jetzt weg und beiseite und neu und hübsch und in bunt und in digital. Aber es gibt so viele Möglichkeiten dadurch und so viele Chancen, die möchte ich Ihnen einfach, das möchte ich Ihnen einfach mit auf den Weg geben, als jemand, der diesen Prozess alleine durchlebt hat und mit vielen anderen zusammen. Dies ist so ein bisschen für den Anfangsimpuls, so mein Abschlussbild. Ich liebe dieses Bild. Das kommt übrigens, das darf ich nicht sagen. Das ist, also es gab mal in der ALP Dillingen, gab es mal einen Kurs, das ist auch schon ein paar Jahre her, QR-Codes häkeln. Und das war so ein Versuch damals, das hat sich komplett geändert. Ich kenne die Menschen, die das ALP jetzt leiten und die Kurse machen, hat damit nichts mehr zu tun. Aber vor ein paar Jahren war das der Weg, irgendwie den Schritt ins Digitale zu machen. Und ich fand das so schön zu sehen, wie andere irgendwie Wege in die Digitalität finden, sodass wir uns nicht verstecken müssen. Es ist eine Kultur des Fehlermachens, des Scheiterns und auch des Experimentierens. Und das müssen wir uns einfach klar machen. Ich habe so viel unfassbar schlechten Unterricht gemacht, weil ich dachte, ich müsste iPad-Unterricht machen. Habe mich dann eine Weile geärgert, dass mir das geschehen ist und denke jetzt, ja genau das habe ich gebraucht, um zu verstehen, worum es eigentlich geht. Das heißt, wir brauchen einfach Zeit und wir brauchen auch die Möglichkeit, Fehler zu machen. So, dies ist nochmal rückblickend auf das, was ich eben gesagt habe, mit einem Technik- und einem Supportpartner. Penny hat sich eben, ich sehe sie jetzt hier bei mir, hat sich eben freigeschaltet. Gibt es, Penny, ich frage das mal an dich, ich kann nicht sehen, wenn ich meinen Bildschirm teile, gab es Fragen? Ich habe den Chat im Blick, wir haben aktuell keine Fragen an der Stelle. Okay. Gerne auch nochmal in die Runde, wenn Fragen da sind, gerne im Chat hinterlegen. Ich werde sie dem Andreas dann zu gegebener Zeit stellen. Wenn was Wichtiges ist, werfe ich es gerne auch ein. Okay, super. So, ich habe jetzt Saskia gefunden. Saskia, du bist jetzt Co-Moderatorin. Mikro ist schon an. Ich würde an dich weitergeben. Soll ich dich vorstellen? Möchtest du dich vorstellen? Stell du mich mal vor und dann stelle ich mich auch noch vor. Oh, weia, das ist jetzt aber herausfordernd. Okay. Saskia Ebel, im Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, ansässig in Karlsruhe, also andere Ecke der Bundesrepublik von mir.
Wir machen ganz viele Projekte zusammen und haben im Übrigen auch machen wir Veranstaltungsreihen zusammen, auf die werden wir nachher noch mal hinweisen. Sie war lange Jahre, naja, so viele lange Jahre auch nicht, ne? Ein paar Jahre, so jung wie du bist. Schon. Mhm. Also sie war Lehrerin an einer beruflichen Schule, kaufmännisch. War so schlecht nicht, oder? Ja, ein paar Sachen fehlen. Also allen einen wunderschönen Nachmittag. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Ich bin jetzt von der Menge etwas geschockt, weil ich gar nicht wusste, dass es so viele sind. Macht aber nichts. Etwas Kleines ergänze ich noch, dass ja, ich bin jetzt am Landesmedienzentrum, aber ich habe ganz, ganz viel mit den iPads an meiner Schule gemacht, habe sie dort mit reingebracht, habe Lehrer geschult, Schüler geschult, ganz viel damit unterrichtet, ganz tolle Erfahrungen gesammelt, wunderschöne Zeiten mit meinen Schülern gehabt. Nicht nur wegen den iPads, aber sie haben doch einen ganz großen Anteil gehabt, weil, und ich glaube, man erkennt es mit allem, was ich mitgebracht habe an Handlungsprodukten, weil es einfach dann plötzlich sehr, sehr modern für die Schüler ist und man sie darüber auch ein bisschen bekommt, dass Schule Spaß machen kann. Ja, deshalb, man müsste sich einfach irgendwie rantrauen und dann kann man vielleicht da auch so ein bisschen nach und nach Erfahrung sammeln. Diese Projekte, die ich mitgebracht habe, die sind freigegeben, dass ich sie auch zeigen darf. Die haben alle immer einen Namen. Das kommt daher, dass meine Schüler da auch immer mit Hashtags auf Instagram arbeiten. Oder wenn ich jetzt natürlich sagen würde, ach, und wir besprechen jetzt die Werbearten, dann klingt das halt nicht so sexy, wie wenn ich sage, wir spielen die Höhle der Löwen nach. Von daher, da stecken ganz viel BWL-Inhalte drin. Da steckt immer Unterricht dahinter. Aber grundsätzlich haben sie eben alle einen Namen, mehr oder wenig schick oder sexy. Das erste, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Das erste, der Digital Coach, der besteht nicht nur daraus, was ich als Video mitgebracht habe, sondern wir hatten die tolle Möglichkeit, ein Fach in der Schule zu nehmen, was nicht prüfungsrelevant ist bei unseren Einzelhändlern. Und das ist genau nur eins. Und das durften wir ein bisschen umschreiben. Da durften wir eben wirklich sagen, okay, wir schrauben jetzt nicht mehr den Stand-PC auf, weil die Schüler eigentlich entweder die iPads oder eben einen Laptop haben, sondern wir gehen jetzt über das iPad und gehen dort eben auf verschiedene Datenschutzeinstellungen, auf die Geräteeinstellungen ein. Wir gehen mit ihnen durch, wie man ein E-Mail-Konto einrichtet. Also alles, was wir so gesehen am PC gemacht haben, haben wir jetzt einfach umgemünzt und haben eben dann auch gesagt, anstatt dass sie jetzt HTML programmieren, da ist natürlich dann ganz gut, dass ich Informatiklehrerin bin, war dann einfach so die Argumentation, naja, die Einzelhändler, die werden jetzt nicht ihre Homepage, wenn sie selbstständig sind, mit HTML aufbauen, sondern grundlegend wahrscheinlich ein WordPress-Theme kaufen oder zumindest irgendjemand dafür buchen, dass sie natürlich eine Homepage haben. Und deshalb ist ja viel, viel wichtiger, dass man kreativ daran geht, dass man vielleicht auch bespricht, wie sollte denn eine Homepage aussehen, wie kann eine Homepage kundenfreundlich aussehen, was brauchen wir da alles, und das war alles eben da so mit reingepackt. Warum da Grundlagen des iPads steht, war, dass ich ja gesagt habe, ich habe die Schüler geschult und ich habe die Lehrer geschult. Und wenn man das bei einer Schule mit 86 Kollegen, und wir hatten da auch eine Vollausstattung dann zum Schluss mit den Geräten, vorstellt, sind das sehr, sehr viele Stunden, die man schult, weil eine Grundlagenschulung natürlich mit 86 Kollegen auf einmal gar nicht stattfinden kann. Und irgendwann kamen wir dann auf die Idee, mein Kollege und ich, dass wir doch einfach die Schüler nehmen können und das mit diesem Projekt mit der Stunde Digital Coach eben machen können, dass wir danach ein Zertifikat auch wirklich ausstellen, wo eben wirklich drinsteht, was hat denn derjenige gemacht oder diejenige. Und dass wir eben gesagt haben, so, ihr sollt wirklich bei unserer Veranstaltung an der Schule auch Workshops machen und wir üben das jetzt, sodass ihr mal Erklärfilme erstellt, aber eben im Hinblick auf Themen von den Grundlagen vom iPad, sodass wir das dann natürlich benutzen konnten und bei uns in der
Datenbank hochladen konnten an der Schule, dass einfach die Kolleginnen und Kollegen jetzt die Videos anschauen konnten und mussten gar nicht unbedingt jetzt zu meiner Schulung kommen. Also das war so der Hintergrund und da sind ganz, ganz tolle Videos entstanden. Eins wurde freigegeben und ich glaube, da sieht man auch so den Wechsel zu, man filmt jetzt einfach nur am iPad ab, zu man reichert es an mit der Stiftfunktion, also dass wirklich auch noch handschriftlich was geschrieben wird oder gehighlightet wird, dass man eben, da viel Dinge mit reinbringen kann, was demjenigen, der es dann konsumiert, einfach so ein bisschen leichter fällt, ein Thema zu verstehen. Jetzt wäre es gut, wenn kein Ton kommt, dass man mir das meldet, dann habe ich einen Fehler gemacht, aber ich hoffe, er kommt. Jetzt sollte er noch nicht kommen, immer noch nicht. Zuerst müssen wir die Kamera-App öffnen, indem wir sie anschauen. Was, Ton ist da? In der Kamera-App gibt es viele verschiedene Einstellungen. Auf der linken Seite befindet sich der Zoom, sodass wir bei Bildern oder Videos herein- oder herauszoomen können. Auf der rechten Seite befindet sich der HDR-Modus und direkt darunter die Time-Aufnahme. Das Kamerasymbol erlaubt es, zwischen Front- und Rückkamera zu wechseln. Der weiße Button ist der wichtigste. Er ist der Auslöser, wodurch wir Fotos und Videos aufnehmen können. Rechts unten befinden sich verschiedene Modi, zwischen denen wir wählen können. Diese werden im Anschluss vorgestellt. Wir starten zunächst mit dem Zoom. Also ich denke, man hat so einen Eindruck bekommen, wie das jetzt funktioniert. Man sieht auch, das sind jetzt auch nicht unbedingt ganz professionelle Videos. Darum ging es auch nicht, weil das können Schüler natürlich auch nicht leisten. Das können wir wahrscheinlich auch nicht leisten. Sondern es geht darum, wie können wir uns als Schulgemeinschaft vielleicht auch helfen. Die Schüler haben einen Zuwachs davon. Die haben ganz, ganz viel jetzt kennengelernt. Wir hatten dann auch eben Erklärvideos über nicht nur die Kamerafunktion, sondern wie man zum Beispiel das iPad bei unserer Infrastruktur mit dem Beamer verbindet, wie wir uns mit dem Drucker verbinden können mit dem iPad. So alles, was eigentlich in diesen Schulungen war, als kleine Filme. Und natürlich war dann auch die Frage von unserem Abteilungsleiter, naja, jetzt ist es ja Unterrichtszeit und jetzt produzieren wir eigentlich Content, der ja so gesehen im Netz wahrscheinlich auch zu finden ist. Und gleichzeitig ist es so, nee, weil unsere Schule war dann schon anders. Wir haben den einen Drucker, den wir jetzt irgendwie gucken müssen. Dann hatten wir natürlich auch verschiedene Einwahldaten für unsere Datenbank, für die Anbindung an Moodle oder Sonstiges, sodass wir natürlich einfach das sehr speziell auf uns münzen konnten, dass wirklich jeder Lehrer eben die Infrastruktur der Walter-Eucken-Schule gekannt hat. Das war ein kleiner Punkt. Und dann der nächste, und der macht richtig Spaß. Also wer zum Schluss Lust hat, das nachzuspielen, die Schüler finden das ganz, ganz toll. Jeder kennt Produkte, jeder kennt Werbung, jeder kann mitreden bei Werbung. Und deshalb ist natürlich, wenn man dann so die Höhle der Löwen nicht unbedingt kennt, aber eine Folge guckt sich jeder mal an oder so, dann weiß man das. Jetzt grundsätzlich natürlich bei den Einzelhändlern war die Höhle der Löwen bekannt und wir haben da über ganz, ganz viele neue Produkte geredet und ob wir die uns bestellen müssen und Sonstiges. Und dann war einfach so meine Idee mal, okay, dann spielen wir das doch einfach mal nach. Und deshalb, wenn es gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen war, sodass man mehrere Fächer im Fächerverbund da reingebracht hat, dann hieß es die Höhle der Löwen. Und wenn ich es halt allein gemacht habe, die Höhle der Löwin. So, und grundlegend war es dann so, dass wir ganz, ganz viele Sachen natürlich über Unternehmen im Lehrplan stehen haben. Also die müssen uns ihr Unternehmen normalerweise erklären und dann kommt eigentlich eine PowerPoint-Präsentation und jeder macht da sein Ding. Und so war es einfach, nee, wir wollen so ein bisschen eine interaktive Präsentation. Wir wollen, dass sie gemeinsam sich eine Unternehmung raussuchen, die sie pitchen wollen. Sie hatten ganz, ganz lange Zeit für diese verschiedenen Inhalte, die herzustellen. Und wir hatten natürlich auch zwischendrin Phasen, wo wir einfach im Plenum besprochen haben. Jetzt gerade, wenn es zum Beispiel um den Werbeplan geht, dann muss man natürlich schon noch sicherstellen, dass die richtigen Inhalte oder die wesentlichen Inhalte, die zur Prüfung dann auch wichtig sind, kennen. Hier sieht man jetzt, es geht wieder nicht darum, dass Sie von der Unternehmung zum Beispiel einen professionellen Grundriss bekommen und jetzt mir das da einzeichnen.
rechnen, sondern es geht wirklich hier jetzt darum, was sind verkaufsstarke Zonen, was sind verkaufsschwache, wie, was kann ich irgendwie für Warenaufsteller wo platzieren, damit ich einen Kundenstopper einbaue und die Fußabdrücke, die waren dann zum Schluss animiert, sodass man eben einfach eine Kundenlaufstudie im kleinen Rahmen hatte, dass man einfach wusste, okay, wie laufen die denn? Und dann bespricht man die Laufrichtung und hat so halt ein riesen Kapitel eigentlich mit ihnen wirklich mal sehr interessant für sie gestaltet und trotzdem kann Sie die Inhalte zum Schluss. Das war so die erste Aufgabe. Ich muss ja erstmal wissen, welche Unternehmung hier vor mir steht beim Pitch, wo ich meine Millionen investieren soll. Und dann war natürlich der Punkt noch, wenn ich jetzt die Unternehmung kenne und die finde ich gut, was sie auch herstellt oder verkauft, dann investiere ich und dann brauchen wir natürlich auch neue Verkäufer. Und die Verkäufer, die müssen ja irgendwie wissen, wie das jetzt eigentlich funktioniert in unserem Unternehmen. Wie möchten wir, dass zum Beispiel die Kunden angesprochen werden? Und dann war wieder die Phase, okay, was sind denn die Kundengesprächsphasen? Wie kann ich denn da agieren? Und sie sollten eine Schulung vorbereiten. Und die Schulung sollten sie auch wirklich skizzieren anhand von Uhrzeiten. Wie kann ich das? Das war dann verknüpft eben mit dem anderen Fach von dem Digital Coach, dass wir ja mit ihm proben oder mit ihnen üben mussten, dass sie ja einen Workshop zum Beispiel von 75 Minuten für sich auch wirklich planen können und dass sie mal strukturiert durchgehen, okay, begrüße ich, wie stelle ich mich vor, sonstiges. Und da haben sie eben das dann abgegeben als Dokument und sollten aber jetzt sich überlegen, okay, und wie kann ich jetzt diese Schulung noch anreichern, dass ich nicht einfach 75 Minuten da vorne stehe und irgendwie was sage. Und da sind dann eben sehr viele Verkäufervideos, der perfekte Verkäufer entstanden, wo sie sehr viel Spaß hatten, das ein bisschen zu schneiden. Ganz zeige ich es gar nicht, ich habe es schon ganz runtergekürzt, weil es eigentlich 6 Minuten lang geht. Aber man erkennt, dass sie das in einer Unternehmung gedreht haben. So, und jetzt geht es eben weiter mit der Begrüßung. Alles jetzt in Farbe soll eben darstellen, dass das jetzt dann der perfekte Verkäufer machen sollte. Ob er jetzt unbedingt zur Tour rennen muss, das müssen wir jetzt natürlich überlegen. Aber das ist eine kleine Boutique, von daher ist es schon sehr realistisch, dass man da die Kunden an der Tür noch abholt. Weiter ging es dann, dass wenn jetzt die neuen Mitarbeiter ja geschult sind, alles, wir wollen ja irgendwie die Ware, in die ich auch investiert habe, an den Mann, an die Frau bringen, muss man natürlich Werbung schalten, damit die Kunden überhaupt von einem Bescheid wissen. Und die nächsten 2 Spots zeige ich einfach mal, was jetzt die Schüler da so erstellt haben. Man erkennt die Unternehmen. Ich denke, man kennt, oder nee, das zweite kennt man nicht. Das ist eine kleine Edelboutique. Aber das jetzt von dem Film kennt man, sodass man einfach sieht, naja, es ist dann schon was anderes, wenn man einfach nur Werbung bespricht und man macht jetzt so pseudomäßig die Zielgruppen oder ob man wirklich eben ein Unternehmen hat, muss das analysieren, wer kauft denn da eigentlich ein und jetzt wirklich eben eine Fernsehwerbung, eine Absatzwerbung zu kreieren, ist dann für die natürlich was sehr, sehr Kreatives. Dann haben wir das alles angeschaut und dann haben sie natürlich ganz, ganz viel, was sie auch für die Prüfung zum Schluss visuell halt vor sich haben, weil zum Beispiel, ja, sie selber da Schauspieler waren oder sonstiges. Ich zeige es einfach nacheinander. Thank you.
das auch noch übers Handy? Geht's noch? Oh, ich werde dich auf jeden Fall aufmachen und dann guck mal, was ich gekauft habe. Von Louis, dein Lieblingsladen. Wow. Oh mein Gott, das sieht so toll aus. Wir müssen da unbedingt hin. Auf jeden Fall, komm, lass los. So, jetzt gehen wir erstmal shoppen, denn wir brauchen schon Männer. Wir brauchen nur Louis. So, und dann zum Schluss war natürlich der große Pitch. Ich habe angebissen. Wir haben gemeinsam einen Sieger gewählt. Natürlich sind die Millionen nicht geflossen. Aber selbst zu Corona-Zeiten haben wir es geschafft, in einer Webkonferenz diese Pitches durchzuführen und konnten eben dadurch, dass die iPads einfach bei den Schülern zu Hause waren, da die Werbung ein bisschen umstricken, dass sie mir Produkte von ihrem, ja, von der Wohnung präsentiert haben. Und da musste man natürlich ein bisschen kreativ und flexibel sein. Aber grundsätzlich kann dieses Projekt ja größer, kleiner ausfallen, wie man da Ideen hat für sich an seiner Schule mit seinen Möglichkeiten und Fächern. Darf ich ja? Ja. Eine Frage aus dem Chat stellen. Ja. Und zwar wurde hier gefragt, worin der Zusammenhang zum Einsatz des iPads im Unterricht besteht. Zu dem Projekt? Ja. Grundsätzlich wurden die ganzen Videos oder Sonstiges mit dem iPad erstellt. Also deshalb die Videos, die da jetzt gedreht wurden, das haben die Schüler, die Werbevideos haben sie mit iMovie geschnitten. Dann zum Beispiel das Schulungsding haben sie jetzt entweder in GoodNotes oder in Pages erstellt, sodass ich wirklich diese Schulungsunterlagen hatte. Und das erste Video mit der Kamera, das haben sie in Keynote und iMovie geschnitten. Also deshalb haben wir direkt diese hauseigenen iPad-Apps verwendet. Dankeschön. Dann bei dem nächsten Projekt, bei Spielebauer, ist es so, dass wir gesagt haben, naja, es sind jetzt Einzelhändler, aber unabhängig, ob das jetzt Einzelhändler oder andere Schüler sind, wir müssen Informatik damit reinbringen, wir müssen Coding mit reinbringen, aber wir müssen natürlich auch beachten, dass jetzt diese Schüler vielleicht keine Affinität dazu erstmal haben, vielleicht bewusst sich ja auch für einen anderen Ausbildungszweig oder Sonstiges entschieden haben und deshalb können wir eben nicht voraussetzen, okay, jeder hat da Lust drauf, weil es der IT-Kaufmann ist, sondern wir müssen es irgendwie schaffen durch manchmal auch Games, aber auch eben speziellen Apps, wie man ja, sie abholt und dadurch langsam ranführt. Und eins, wie wir es gemacht haben, ist Bloxels. Man sieht es jetzt hier auch, Mario World, der Schüler heißt auch Mario, aber ich glaube, er wollte schon Mario World ein bisschen nachspielen. Bloxels ist ein Spiel oder eine App, die darauf abzielt, dass man so gesehen den visuellen Charakter von einer App eben mal bespricht und sie bauen jetzt sich eine Spielewelt. Und man kann jetzt wahrscheinlich schon erkennen, dass da gibt es Geldstücke, die sind gelb, es gibt grün, da läuft dann derjenige, jetzt hier ist es die Schildkröte, blau ist das Wasser. Und so setzen die in ihren Spielewelten in der App diese Steine. Aber es ist nicht nur ein reines Spielen, sondern die weißen Blöcke, die lassen es eben zu, dass man dort Text hinterlegt. Und deshalb kann jetzt der Lehrer das selber machen, wenn er die Affinität hat, oder eben den Schüler es machen lassen. Ich bin eher so, dass ich will, dass die Schüler das selber machen, weil sie dann mehr drüber nachdenken. Und da sollten sie jetzt einfach mal die Anwendung, die App ein bisschen kennenlernen, bis sie dann eben ein Projekt bekommen haben, sodass sie wirklich sagen sollten, oder ein Thema eben besprechen sollten. In anderen Schularten weiß ich, dass es da auch Projekte gibt, wo man eben, man kann den Hintergrund ändern und alles, sich in ein Setting von einem Buch reinversetzt und dass dort dann die Buchvorstellung einfach mal anders verläuft in Form von eben diesem Durchspielen von dem Spiel mit dann dem den Textblöcken, den weißen, sodass man da eben dann einfach das Setting, eine Romanfigur, je nachdem ein Kapitel kennenlernt. Man kann da natürlich auch Fragen mit reinbauen, die Schüler dann irgendwie beantworten sollen. Es geht jetzt nicht, dass da ad hoc Feedback kommt, ob die Frage richtig ist und sonst kann man nicht weiterspielen, aber man kann ja die Fragen dann auch anderweitig irgendwie zum Schluss sammeln. Und
Warum wir das jetzt unbedingt wollten, ist, dass wir eben gesagt haben, okay, das ist so der Anfang. Man kennt jetzt Spiele, man kennt wahrscheinlich auch noch solche Computerspiele oder zumindest mal ist es sehr, sehr leicht verständlich. Und wir fangen eben bei der Richtung an, dass wir sie so ein bisschen locken. Hey, jetzt habt ihr schon mal euer eigenes Spiel gemacht, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen mit ihnen Roboter programmieren, wir wollen Drohnen mit ihnen programmieren, damit sie einfach auch mal eine Programmiersprache kennenlernen, aber natürlich jetzt erstmal geringer anfangen. Und dann bis hin, je nach Stärke der Gruppe oder des Schülers, eben bis zur App-Programmierung. Und deshalb bei der App-Programmierung ist ja beides wichtig. Nicht nur, dass der Code natürlich im Hintergrund stimmt, sondern das Visuelle, wieder wie bei einer Werbung, bei einer Präsentation einer Homepage, ist genauso wichtig, weil man sonst den Kunden eben nicht erreicht. Die App ist kostenlos, also die kann man einfach im App Store runterladen. Man kann noch so ein Brett sich kaufen, sodass man es wirklich haptisch zusammensetzen kann und dann einscannen kann mit der Kamerafunktion vom iPad. Aber grundsätzlich kann man es auch in der App zusammenbasteln. Ich bin es jetzt ganz kurz durchgegangen, das Spiel, und zeige mal gerade ein paar Sekunden, damit man sieht, wie der durchläuft. Ich glaube, so kann man es erkennen. Und dann muss man natürlich den Schülern schon an die Hand geben, was möchte ich jetzt irgendwie haben. Ähnlich war es eben auch, wie ich gerade gesagt habe, mit den Drohnen oder Sonstiges, dass wir eben auch wollten, dass wieder dieses Spielerische, weil man dadurch natürlich sehr viele Schüler kriegt, aber dahinter steckt eine komplexe Programmiersprache, nämlich Swift. Das ist die App Swift Playgrounds auf dem iPad und die hat eben ganz, ganz schön einfach was, dass man so Level durchspielt und währenddessen aber plötzlich, und ich konnte es selber kaum glauben am Anfang, man geht ganz langsam voran und auf einmal hat man schon Methoden, Schleifen kennengelernt. Man wird da immer, kriegt man eine Rückmeldung. Und ich habe jetzt ein Video mal mitgebracht, das die Schüler gedreht haben, um sich für ein Projekt zu bewerben, weil man da einfach Schülermeinung ein bisschen hört. Man sieht aber auch die App, wie eben die, wie man eben dort das Programmieren kennenlernen kann. Auf dem Papier programmiert sich schlecht. Mann, jetzt habe ich wieder gefehlt. Was will ich da machen? Ja, du kannst doch einfach das iPad mit nach Hause nehmen und zu Hause machen. Macht ja auch Spaß zu Hause. Ja, gute Idee. Programmieren ist so kompliziert, ich verstehe da überhaupt nichts. Scheiß mal auf deinen Laptop. Nimm einfach das Tablet zur Hand. Bei Playground sieht man einfach direkt, was man programmiert. Oh, cool. Ich finde einfach, der Unterricht ist nicht so trocken, es macht Spaß, so programmieren zu lernen und man hat auch immer wieder kleine Erfolgserlebnisse, wenn man einen Level schafft, an dem man schon viel zu lang gesessen ist. Die Handhabung eines Tablets ist einfach besser als ein Computer und ein Laptop. Ich kann jederzeit programmieren und auch was für die Schule lernen. Ich finde, einer der größten Vorteile der App ist, dass man das, was man selber geschrieben hat, also den Code, durch kleine Schritte immer wieder kontrollieren kann. So kann man eben selbst lernen und der Lehrer weist einen nicht darauf hin, was man falsch gemacht hat, sondern man sieht es eben selbst und kann so seinen Code weiterentwickeln. All die Jahre habe ich schon ein iPad, aber ich wusste nicht, dass ich es sinnvoll für meine Ausbildung nehmen kann. Aufführungspause. Oh, okay. Okay, ich fahre noch eine Runde.
So, jetzt sind da natürlich auch teilweise überspitzte Aussagen. Wie gesagt, es war ein Bewerbungsvideo für ein Projekt. Andererseits, und das finde ich sehr, sehr schön, es sind jetzt zum Beispiel die Teekaufleute und da kann man natürlich viel weiter gehen, viel tiefer mit reingehen. Aber die zum Beispiel machen eigentlich nichts mit Filmbildung oder Sonstiges. Und wenn man dann jetzt von Andreas die Fikada nimmt, die er vorhin erwähnt hat, oder grundsätzlich haben wir immer versucht, die 6 KMK-Kompetenzbereiche eben mit reinzubringen und uns auch wirklich zu überlegen, wie schaffen wir das, dass nach diesen 2-3 Jahren, je nachdem, wie lange sie da sind bei uns, dass wir eigentlich schon mit Gewissheit sagen können, wir haben zumindest jeden Kompetenzbereich mal bei jedem Schüler unserer Schule angesprochen, wenngleich natürlich manche einfach tiefer besprochen werden können, angesprochen werden, je nach Ausbildungsart oder sonstigem. Aber wir sind dann eben noch den Schritt weitergegangen, dass wir jetzt gesagt haben, okay, jetzt kennt ihr die Sprache Swift, jetzt können wir wirklich mal an Drohnenflügen arbeiten. Und da haben sie natürlich, es war dann Richtung Sommer, ganz, ganz viel Spaß gehabt. Da sind wir dann, wir haben da so einen Park in der Nähe von der Schule und dann haben wir so Formationen geübt und dann hat sich einer auch wirklich mal hingesetzt und dann haben wir eben gemeinsam mit 5 iPads, war es dann zum Schluss, 5 Drohnen so programmiert, dass sie dann mit einer Musik eben so eine Formation geflogen haben. Und da ist natürlich viel Kommunikation nötig, aber eben auch Programmierkenntnisse, sodass das natürlich das macht und dass die Drohnen sich da nicht kreuzen beziehungsweise ineinander fliegen. Also so kann man das natürlich genauso machen. Mit dem Roboter, das habe ich jetzt nicht mitgebracht in Kürze der Zeit, da kann man eben aber auch mit einer einfachen Blocksprache, ähnlich, wer jetzt zum Beispiel schon Scratch kennt oder sonstiges, da ist es halt, man programmiert es am PC und so. Und wenn jetzt gerade das so Schüler sind, die vielleicht, das jetzt nicht machen möchten oder grundsätzlich einfach sagen, oh, dann sitze ich dauernd am PC, ist natürlich was ganz, ganz anderes, wenn man da den Roboter programmieren kann und dann fährt man da ein Parcours, man fährt ein Rennen zum Schluss, sodass, es war zwar ein Schneckenrennen, weil der Roboter jetzt gar nicht so schnell ist, aber grundsätzlich ist dann natürlich der Spaßfaktor oder auch dieses Dranbleiben an was, gerade bei der Programmierung natürlich mehr gegeben, wie wenn man sie da stur programmieren lässt. Was ich noch mitgebracht habe, ist Fake News, nur um mal zu zeigen, man muss jetzt nicht immer irgendwie Erklärvideos machen, Werbung, Filmen, sonstiges, sondern wir nehmen das auch für ganz, ganz praktische Dinge. Jetzt am Thema mal von Fake News, weil ich da ziemlich viel gefunden habe. Aber dass jetzt zum Beispiel einfach mit den Vorlagen in Pages ein schönes Handout entstehen kann, wo man Links hinterlegen kann und dann schickt man sie ihnen zu. Hier war es jetzt, dass wir eben gesagt haben, okay, wir müssen mit euch Fake News in Bezug auf Corona besprechen, weil das einfach viral gegangen ist, was da an Falschmeldungen los war in diesen ganzen Messenger-Gruppen. Und dann haben wir eben wirklich gesucht, okay, welche Links oder welche Videos, welche Reportagen finden wir gut. Sie sollen die auch wirklich direkt dann am iPad anschauen. Und jetzt sollen sie aus Zeitungen, sozialen Netzwerken, sonstigem 2 Meldungen raussuchen. Aber nicht nur raussuchen, sondern... das müsste zuerst kommen, Entschuldigung, sondern sie sollen jetzt wirklich, und es gab welche, die haben das jetzt in GoodNotes gemacht, das war welche, jetzt hier zum Beispiel ist dann in Numbers, dass sie einfach wirklich eine Kriterienliste sich erarbeiten, das entweder bepunkten, aber anhand von Kriterien noch Unterkriterien festlegen, dann den Artikel jetzt zur Hand nehmen und jetzt wirklich die Kriterien eben durchgehen. Man kann das dann ganz schön machen. Jetzt hier ist es ein Foto in dem Sinn, was eingefügt ist. Man könnte jetzt genauso, wie man es im ersten Video gesehen hat, dass man einfach kurz mit dem Stift ein Häkchen macht. Man könnte das handschriftlich machen. Man kann aber auch, wenn der Schüler jetzt zum Beispiel hier einfach keine schöne Handschrift hat, dann können Sie das eben auch einfach so schreiben. Und dann aber grundsätzlich war eben wieder dieses Kreative, kommt, jetzt überlegt euch irgendwas. Wir wollen jetzt von euch auch eine Fehlermeldung in Bezug auf Corona, wie wir das alles besiegen können, ganz einfach.
hier hat sich niemand verschrieben, sonstiges, sondern es ist extra, dass natürlich dann zum Schluss bei der Kriterienliste rauskommt, naja, es ist eine Fake News, ist noch nicht mal der Verfasser genannt und es sind Rechtschreibfehler mit drin. Aber man sieht eben ganz, ganz schön, und so haben die Schüler auch teilweise dann eben nichts mit Videos gemacht, sondern sie haben Flyer gebastelt. Jeder kennt ja das mit dem Poster und so war einfach sehr, sehr schnell mit ganz vielen Materialien, wenn digitale Poster entstehen, können wir Foto, Video, Schrift, die Stimme einfach nur benutzen, sodass da natürlich mit den Vorlagen in Pages einfach ganz, ganz viel möglich ist. Also deshalb auch einfach mal in dem Sinn sehr textlastige Sachen, die wir gemacht haben und jetzt nicht immer dieses stundenlange Filmen, weil natürlich das Filmen Zeit in Anspruch nimmt. Grundsätzlich aber, und das ist auch mein letztes. Jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere fragen, Mensch, und wie hat das alles funktioniert mit den Stunden, mit dem Lehrplan und sonstigem? Ich hatte am Anfang auch ein bisschen Schiss, aber ich muss ja sagen, okay, ich mache es dann einfach mal und gucke dann danach so ein bisschen oder währenddessen und hole mir ganz viel Feedback ein von den Schülern, ob das machbar ist. Und dann drehe ich eben noch auch währenddessen, dass einfach diese Flexibilität mit den Schülern gemeinsam da ist. Grundsätzlich aber war ich jedes Mal eigentlich früher fertig, wie ich ohne digitale Hilfsmittel fertig war. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Schüler sich dadurch, dass sich so meine Lehrerrolle auch ein bisschen verändert hat, dass sie da kreative Sachen gemacht haben, dass sie sehr, sehr gerne zur Schule gekommen sind. Natürlich sind sie jetzt nicht freudestrahlend da hüpfend in unsere Schule reingelaufen, aber sie sind zumindest gekommen und wir hatten sehr hohe Fehlzeiten da teilweise. Und man sieht ja auch an den Sachen, ganz viele Sachen haben sie privat gedreht, weil sie es wollten. Also sie hätten es ja auch in der Schule drehen können. Sie wollten das dann und ich denke, da kann man natürlich nicht nur im Hinblick auf, okay, ich bringe die Fachkompetenz ihnen bei und ich mache den Lehrplan durch, da hat man einfach eine Chance, dass man natürlich da innerhalb von den 6 KMK-Kompetenzbereichen fördert und deshalb sie natürlich auf ja, eine digitalisierte Welt, Andi hat es gesagt, die kommen wird, die kommt, die ist schon da, vorbereiten kann, sodass sie einfach gewappnet sind für den Morgen. Vielen lieben Dank. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Fragen im Chat sind. Wenn Fragen sind, super gerne stehe ich zur Verfügung. Ich mache gerade mal hier aus, dann erkenne ich auch ein paar Gesichter. Manche haben ja die Kamera an. Sind das Fragen? Erstmal keine Fragen für dich. Okay. Okay, also hier kam gerade so ein bisschen von einigen, das sind wir natürlich auch gewohnt und kennen das schon, die Frage, ja, ich brauche das viel kleinschrittiger. Natürlich, das kriegen Sie kleinschrittiger. Der Tag heute war nie dafür gedacht, dass wir hier Basisschulungen am iPad machen und Ihnen zeigen, wie man einen Screenshot erstellt. Das war hoffentlich auch nicht so kommuniziert oder ich weiß, es war nicht so kommuniziert. Dies wird alles geschehen mit einer Fortbildungsreihe Ende Mai, die konzipiert wird, die auch schon konzipiert ist. Die genauen Termine, Penny, kannst du die schon nennen? Habt ihr die schon? Gibt es schon ganz konkrete Termine? Weil das wurde eben gefragt im Chat. Wir werden ganz konkrete Termine noch kommunizieren. Wird alles rausgehen. Okay, ich würde gerne noch eine Frage an Saskia weitergeben, weil das kann ich nicht beantworten. Wo ist der Vorteil eines iPad gegenüber eines Convertibles, gerade so im Hinblick aufs Programmieren? Na, die Frage ist halt, was man machen möchte. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass man ein bisschen moderner oder auch für die Schüler und die App zum Beispiel Swift Playgrounds, die kommt bei den Schülern super an. Da steckt so viel drin, was da umgesetzt worden ist, dass man irgendwie gelobt wird direkt. Man hat die direkte Rückmeldung. Man spielt das durch, man hat dann Level erreicht. Man kann aber noch die Figuren ändern. Man kann aber auch selber seine Spielewelt dort machen. Dazu muss man natürlich schon ein bisschen das kennen. Es gibt dort ganz viele Playgrounds, dass man Schere, Stein, Papier spielen kann. Es gibt mittlerweile für AR sogar einen. Also deshalb,
Und dann ist noch die Möglichkeit mit Drohnen verbinden und Roboter verbinden, plus eben auch dieser Vorteil. Und wenn man sich halt auch mal überlegt, und das war schon auch meine Überlegung, wie viele jetzt einfach Apple-Geräte haben und Sonstiges, dass man auch einfach mal in die Programmiersprache Swift einen Einblick bekommt. Das heißt aber nicht, dass andere Dinge keine Berechtigung haben, weil wir waren zum Beispiel mit den IT-Kaufleuten ja trotzdem im Computerraum, egal ob wir da manchmal mit iPads was gemacht haben, aber einfach, weil mit dem Gerät halt sehr viel Kreatives möglich ist. Penny und Marco, wollt ihr ganz kurz was sagen zum Support, wo ihr dann ja auch in die Fortbildung einsteigt, vielleicht nochmal thematisch? Sehr gerne. Magst du mir die Folie freigeben? Eine Sekunde bitte. Dankeschön. So, an der Stelle auch nochmal einen schönen Nachmittag von meiner Seite. Ich bin ja bisher irgendwie nur so am Rande mit Fragen beschäftigt gewesen. Penelope Faut mein Name. Ich leite den Bereich Medienentwicklungsberatung in Baden-Württemberg und einen Teil Bayern beim Institut für moderne Bildung. Das bedeutet, mein Team und ich sind Ihre direkten regionalen Ansprechpartner für alles, was das Thema Support zu tun hat. Wir haben beim Institut einen ganzheitlichen Ansatz, was die Betreuung von Schulen und Schulträgern angeht, und guter Service zeichnet uns vor allem aus. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Schulwerk haben wir ein sehr umfangreiches Konzept erarbeitet, und da möchte ich Ihnen heute ein paar sehr wichtige Punkte vorstellen. Das ist die persönliche Betreuung vor Ort, wenn sie gewünscht ist. Das bedeutet, unser Anspruch ist, dass Sie einen Ansprechpartner haben, an den Sie sich immer wenden können, der Ihre Fragen immer beantworten kann, der Sie kompetent auch in die bestimmte Abteilung weiterleiten kann, wenn es jetzt vielleicht gar keine Software, sondern eine Hardware-Frage ist, haben Sie bei uns immer den richtigen Ansprechpartner. Dann ist es das Service-Konzept, das wir gemeinsam ausgearbeitet haben. Und zwar werden Sie eigene Zugänge bekommen zu unserem Reparaturportal, welches wir Ihnen vermutlich geplant auf der Schulwerkseite verlinken werden. Das bedeutet, haben Sie Hardware-Probleme, steht eine Reparatur an, ist ein Gerät beschädigt, funktioniert die Software nicht richtig, haben Sie einen eigenen Online-Zugang, an den sich Eltern direkt wenden können. Das hat den großen Vorteil, dass Sie in der Schule vor Ort viel weniger direkt mit Reparaturfällen zu tun haben, sondern es wird eine Verlinkung geben, auf die Eltern oder Schüler zugreifen können, damit sie sich da sehr viel weniger mit belasten müssen. Wir haben außerdem einen zugeschneiderten Zubehörshop für Sie entworfen, für Sie, für Eltern, für Schüler, für Mitarbeiter, auf den angepasste Angebote zu finden sein werden, Zubehör zu den Geräten und den Konzepten, mit denen Sie arbeiten werden. Also da finden Sie alles, womit Sie arbeiten können. In einem sehr guten Preisansatz. Wir haben außerdem einen Family and Friends Shop für Sie entworfen. Da werden Sie... Oh Gott, Entschuldigung, ich bin so furchtbar nervös. Ja, Family and Friends Shop bedeutet, Sie werden einen eigenen Zugang haben für einen speziellen Webshop, auf dem Sie nicht nur Apple Produkte finden werden, sondern auch Zubehör zu Apple-Produkten, subventioniert vom Schulwerk. Das bedeutet zu einem sehr guten Preis extra für Sie. Zum letzten Thema, das ist Sicherheit. Aktuell ist es so, Sie haben ganz arg viele iPads ausgeliefert bekommen. Das Thema mit Reparatur und Schadensabwicklung ist hier ein ganz großes Thema. Das wissen wir. Deswegen haben wir einen eigenen Webshop für Eltern erstellt, bei denen eine spezielle Absicherung für Geräte möglich ist. Das bedeutet, Eltern können über einen unserer Absicherungspartner Geräte absichern lassen. Diese werden dann speziell über unser Serviceportal geserviced. Es entsteht also überhaupt gar keine
Ja, gar kein großer Aufwand, weder für Schule noch für Schulträger noch für die IT beim Schulwerk direkt, sondern alle Serviceanfragen können direkt von den Eltern über uns abgewickelt werden. Für lauter Themen, die das betreffen, alles was Service angeht, was Webshop angeht, das sind alles Themen, die wir für Sie bearbeiten, wo wir immer auch direkte Ansprechpartner sind. Genau. Penny, ich danke dir. Ich würde mal übernehmen. Und was natürlich nicht zu vergessen ist, dass da dann auch immer die pädagogische Betreuung dabei ist. Ja? Also ich, Saskia und ich, wir sind beides Lehrerinnen, Lehrer, ja, Lehrerin. Und den pädagogischen Teil decken wir ab und decken andere Pädagogen ab, die sie dann betreuen. Auf diesem Weg möchte ich Ihnen ganz kurz, weil Sie gerade nach ganz unterrichtspraktischen Dingen fragten, wenn Sie da jetzt ganz akut wirklich schon für sich Bedarf sehen, dann kann ich Sie hierzu einladen. Das findet tatsächlich morgen statt. Mobile Schule nennt sich das. Hier oben sehen Sie die URL. Ich möchte Ihnen nur mal einen Einblick in das Programm zeigen und das werden dann auch Ausschnitte sein, die Sie natürlich so auch kriegen. Hier geht es dann wirklich um Unterricht. Ja, hier geht es wirklich um Kreativität, hier geht es um Filme erstellen, hier geht es aber auch um Basisschulungen. Hier ist es dann wirklich praxisnah und da können Sie dann teilnehmen, kostet nichts, ist frei. Also wenn Sie einfach in den Browser angehen, mobile.schule, dann kommen Sie auf diese Startseite und da ist einmal das Angebot, ist die große Tagung morgen. Aber Sie haben dann auch, und das möchte ich Ihnen auch ans Herz legen, gerade die, die wirklich ganz, ganz vorne beginnen, habe ich die mobile Schule für Einsteiger gestartet, wo wir wirklich in kleinen Gruppen, nicht mit 2.500 Menschen, sondern in kleinen Gruppen, ich gehe mal ins Programm rein, uns genau dieser Dinge annehmen. Ja, wie organisiere ich meinen Alltag mit dem iPad? Wie mache ich eine Videokonferenz und so weiter, also Grundlagen, Fortbildung. Und sowas, was Sie hier sehen, werden Sie dann auch noch im Laufe der nächsten Wochen, beginnend ab Ende Mai, so verstehe ich es, bekommen. Ja? Nein, die Plätze, also für die Einsteigergeschichte, die sind limitiert. Wenn Sie das, da sind auch tatsächlich nur noch so 70, 80 für nächste Woche. Für morgen, wer da Lust drauf hat, das ist nicht limitiert. Das ist bis von mir aus können da auch 3.000 Menschen hin. Das ist natürlich weniger interaktiv und weniger kommunikativ, wenn da 300 Leute oder 500 Leute in einem Raum sind. Das ist natürlich klar, das ist der Vorteil dieser Einsteigergeschichte. Das heißt, wenn jetzt auch so ein bisschen kam Werbung, nee, das ist keine Werbung, wir sind keine Werbeträger, Saskia ist verbeamtete Lehrerin und ich war sowas mal und ich arbeite für allen Firmen, für mich ist das nur ein Tool und wir wollten Ihnen heute einen Blick nach vorne zeigen und vielleicht auch einen visionären Blick, das soll nicht heißen, dass Sie mit Ihren Schülern in 3 Wochen ins Coding einsteigen und mit Swift Playground irgendwie Spiele basteln, sondern es soll einfach zeigen, wo die Reise hingeht. Aber man könnte es. Man könnte es, definitiv, ja. So, es geht auch um ganz andere Inhalte. Was ich, wenn keine Fragen kommen, was ich ganz wichtig finde, und das möchte ich mit Ihnen gerne jetzt so ein bisschen ganz praktisch durchgehen, auch an meinem iPad, das ist die Tatsache, wie verbinde ich eigentlich die Welten? Also Sie haben jetzt ja den unfassbar tollen Umstand, dass Sie quasi 2 Geräte bekommen. Einmal ein Windows-Gerät und einmal ein Apple-Gerät. Bitte sehen Sie das nicht in Konkurrenz. Das ist keine Konkurrenz. Und so, Sie haben ja sonst auch, wir arbeiten ja fast alle an 2 Geräten, einem Laptop oder einem PC und einem mobileren Gerät. Und das sind, Ellen, hier, ich sehe Sie jetzt nur als Ellen. Ja, genau. Und es gibt Dinge, wenn Sie zum Beispiel Arbeitsblätter erstellen wollen und so, da gibt es bessere Wege als das iPad. Genau. Und das ist ja auch das Schöne. Es gibt aber Sachen, die sind auf dem iPad dann einfach wesentlich einfacher zu handeln. So, und da helfen wir Ihnen eben bei,
diese Wege für sie zu finden. Ja, also das dauert ein wenig und jeder muss da ein bisschen Zeit investieren, um seinen Weg zu finden, aber es gibt diese Wege. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist, eigentlich sind zwei Argumente immer die Totschlagargumente am Anfang. Die Windows-Nutzer. Argument Nummer eins, ich brauche meinen USB-Stick. Ja, das hat dann ausgedient. Das ist der USB-Stick quasi. Und es fehlt die Struktur, in der wir groß geworden sind. Ich sage das ganz bewusst, weil unsere Schüler sind nicht in dieser Struktur groß geworden, in der wir groß geworden sind. Die kennen zum Teil diese Ordnerstrukturen, in denen wir sozialisiert wurden, nicht mehr. So, und da macht sich gerade eine riesen Spalte auch zwischen den Schülern und uns. Wir kennen das Arbeitsblatt, Explorer, Ordner, Mathe, Englisch, Geschichte und da schmeißt du rein, Klasse 7, Klasse 8, Klasse 9, seit Jahren alles, was sich ansammelt. So, und diese Tablets, Smartphones ticken so nicht. Die Denke dieser Geräte ist eben anders. Und die Denke ist eben so, dass sie tatsächlich, dass jede App irgendwas Spezielles kann oder macht oder sich um irgendetwas Spezielles kümmert. Nun ist es aber so, dass man muss die Brücken finden. Und ich sage bewusst, ich habe jetzt vor ein, zwei Jahren immer Krücken gesagt, ich sage jetzt nur noch Brücken. Und eine ganz, ganz große ist eine App, die ziemlich schnell oder die sieht so unspektakulär aus, dass man sie eigentlich gar nicht nutzt meistens. So, und das ist die Dateien-App. So, und diese Dateien-App ist im Prinzip Ihr Weg und Ihre Brücke zwischen den Welten. Ja, ich kann den Chat jetzt leider nicht sehen, Penny, wenn irgendwas ist, mach einfach Mikro an oder melde dich bitte. Ich kann das gerade, sehe den gerade nicht. Ich bin da, ich habe es im Blick. Hast rein, danke dir. So, und schauen Sie mal hier, links habe ich auch für Sie gerade, obwohl ich nicht in der Windows-Welt lebe, aber Sie haben ja da Ihre Daten und Ihre schulischen. Sie können hier OneDrive anbinden. So, was heißt das? Sie haben, ich gehe jetzt mal in meinen, das ist meine Serverlösung hier, mein Schulserver, spielt gar keine Rolle, heißt einfach nur anders, ist aber das gleiche in grün. Sie haben die Möglichkeit eben, alle Daten, die Sie auf Ihrem Convertible oder zu Hause am Rechner irgendwo in einer Cloud, und Ihre Cloud ist ja OneDrive, so verstehe ich es, die Sachen, die da liegen, die können Sie genauso mit dem iPad abrufen. Ja, und das geht eben über diese, das geht über viele Wege, aber es geht eben immer eleganter und immer mehr auch von Apple ausgebaut in dieser Dateien-App. Dann hast du also Sachen in OneDrive oder deiner Cloud, der Cloud deiner Wahl, und kannst quasi die Dateien nehmen und in jede andere Welt schieben und auch aufs iPad schieben. So, und so schließt sich die Brücke zwischen Microsoft und Apple. Ja, denn diese Geräte funktionieren nur sinnig mit einer Cloud. Die Dinger sind aber, wir brauchen eine Cloud. Ihre Cloud ist OneDrive, Office 365. So, und das ist der Ort, an dem Sie Ihre Daten hinlegen müssen. Da müssen Ihre Daten liegen. Wenn Sie die irgendwo lokal hinlegen, lokal auf Ihrem Rechner, lokal auf Ihrem Convertible, lokal auf Ihrem iPad, dann haben Sie ein Problem, weil die nicht abgreifbar sind von den anderen Geräten. Wenn Sie die alle auf OneDrive packen beispielsweise, dann haben Sie auch, schauen Sie mal hier, dann haben Sie auch tatsächlich das Gleiche, was Sie kennen. Sie haben wieder Ihre Ordnerstruktur. Sie können also so arbeiten, wie Sie das gewohnt sind. Sie können sich die Ordner einrichten, wie Sie möchten, nach Schule unterteilt, wie auch immer Ihre Struktur ist, aber nicht auf dem Gerät, sondern in einer Cloud. Und das ist die große, naja, Herausforderung nicht, aber das ist eben die Herausforderung, dass es dann einfach egal ist, mit welchem Gerät Sie in die Schule gehen. Sie nehmen das Gerät für sich als Ihr eigenes Gerät, mit dem Sie enger arbeiten möchten. Völlig fein, aber Sie haben Zugriff auf Ihre Daten über jedes andere Gerät ebenso. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich gehe mal ganz kurz, es ist natürlich auch immer so eine Frage, ja, welches Office-Paket, Sie haben ja Microsoft, also Office 365, jetzt hast du aber das häufiger mal, dass Schüler mit den Office-Sachen auf dem iPad arbeiten, also
Das ist, schauen Sie mal unten in der Leiste, Pages, Numbers, Keynote. Ja? Zum Thema. Gerne. Und zwar wurde die Frage gestellt, muss ich mir dann über die Formate der Dateien sozusagen keine Gedanken im Vorfeld machen, um Dateien vom Convertible zum iPad zu transferieren und umgekehrt? Super Punkt. Das ist genau der Schritt, den ich gerade zeigen will. Wenn Sie zum Beispiel Schüler haben, die jetzt mit dem iPad ein Pages-Dokument erstellen, dann ist eins nur wichtig, das erstellte Dokument muss danach in die Microsoft-Welt überführt werden. Ich würde in dem Setting, in dem Sie arbeiten, also in beiden Welten, würde ich Standards definieren. Definieren Sie den Standard, das, was du abspeicherst, ist Word. Denn selbst wenn Sie mit Ihrem Convertible arbeiten und dann einen Schüler beispielsweise ein Word-Dokument oder DocX oder was auch immer schicken, der kann das spielend mit dem iPad öffnen. Andersrum aber nicht. Das heißt, wenn du in Pages oder in Keynote-Datei speicherst und das an die Microsoft-Welt schickst, das will er nicht. Also will Microsoft nicht. Das heißt, man kann hier, und das sollte man machen, in dem Fall einfach die Standards so definieren, wie sie das gewohnt sind. Excel, PowerPoint, Word. Kann das iPad mit, kann das Convertible mit. So, aber generell, dadurch, dass Sie auch einen Stift haben, habe ich gestern gehört, wird dieses Problem, Problem ist es sowieso nicht, wird diese Herausforderung immer geringer. Denn du kannst bald, und das wird sich immer, das geht immer mehr in die DNA dieses Gerätes über, du kannst im Prinzip in jedem Dokument schreiben. So, und wenn ich nicht weiß, weil ein Schüler von mir hat beispielsweise das Dokument in OpenOffice erstellt, dann bitte ich ihn, dann machen wir da ein Foto von. Ja, weil man die Möglichkeit hat, natürlich auf diesem Gerät, ich zeige Ihnen das ganz kurz, ja, das ist jetzt ein Arbeitsblatt, ja, stellen Sie sich das als Arbeitsblatt vor, und dann hast du die Möglichkeit eben mit dem Stift zu markern und zu beschriften. Also im Prinzip, und das ist, ich sage jetzt nicht, dass das der Weg ist, wie Sie Arbeitsblätter erstellen, aber immer wenn man nicht weiter weiß zwischen den Welten, das passiert einfach mal. Und es passiert auch, dass ein Schüler auf einem Samsung-Gerät dann arbeitet und sie kriegen irgendwas ganz Neues. Das werden wir nicht verhindern. Was immer geht, ist das Foto. Und dadurch, dass das Foto eben, dass das iPad eben, und das Convertible hat ja auch Stifte, dass Sie eben jetzt die Möglichkeit haben, in jedem Dokument zu schreiben, sei es ein PDF, sei es ein Word-Dokument, ist diese Frage nach dem Dateityp gar nicht mehr so relevant. Ja, also für den Alltag. Und das sage ich Ihnen als jemand, der mit einer iPad-Klasse inmitten einer Windows-geprägten Schule angefangen hat. Das war manchmal knifflig, das ist mittlerweile aber kein großes Problem mehr. Ja. Penny, hast du da noch Hinweise oder Fragen? Ich habe dir eine Frage. Und zwar, kann ich beim iPad Standard-Apps definieren? Also, dass beispielsweise eine PowerPoint-Datei immer über Microsoft PowerPoint geöffnet wird und nicht über die iOS-App. Ich glaube, was du nur kannst, ist verschieden. Das wäre eine unzuverlässige Aussage. Du hast ja immer, wenn du einen Dateityp hast, Dann klickt man drauf, dann steht ja Öffnen mit. Und das Oberste, was er anbietet, wird, glaube ich, immer das Apple-Ding sein. Also da, das kann das irgendjemand bestätigen? Oder Marco, weißt du das? Ich glaube nicht, dass man das ändern kann. Glaube ich nicht, nein. Müsste ich jetzt, das ist eine witzige Frage. Kann ich nicht beantworten. Tut mir leid, habe ich keine verlässliche Antwort drauf. Ja. Nur die Kompatibilität, und jetzt mal so aus der Praxis gesprochen, wo er manchmal durcheinander klötert, wenn du zum Beispiel, also meine Schule hatte immer so ein Word-Dokument mit, also Waldschule, und dann hatten wir oben so Tannenbäume oben in dem Kopf, die landeten immer irgendwo.
Also die, das war also die hundertprozentige Kompatibilität, aber die kriegt man ja oftmals auch schon in der zwischen älteren Office-Versionen und neueren nicht hin. Aber grundsätzlich ist das wirklich überhaupt kein großes Problem mehr. Und ich lebe in beiden Welten. Und das ist das Ähnliche, wenn Sie zum Beispiel eine PowerPoint haben. Und in PowerPoint auf Windows haben Sie irgendwelche bestimmten Animationen oder Übergänge. Und er erkennt das nicht, dann findet Keynote dann den kleinsten gemeinsamen Nenner. Also der zerschießt ihn nicht, die Präsentation, sondern er sucht irgendwelche Sachen, die in beiden Welten funktionieren. Das ist dann irgendeine Standardschrift, wenn er eine Schrift nicht erkennt. Oder es ist einfach dieser Blättereffekt, Wischeffekt, anstatt irgendeines fancy Übergangs oder so. Aber er macht ihnen nie was kaputt, sondern er findet einfach nur einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Wir haben ähnliche Erfahrungen im Chat. Mit Windows-Rechnern erstellte Word-Dateien werden im iPad unformatiert und teilweise optisch zerstört. Wir haben aber auch, ich arbeite seit 2008 zwischen Apple und Windows und es gab immer eine Lösung. Das ist kein Problem. Ähnliche Erfahrungen also von den Chat-Teilnehmern. Und das ist tatsächlich, ja, es sind zwei völlig verschiedene Welten. Das sind es einfach. Aber ich glaube, die größte Herausforderung, die größte Hürde ist in unserem Kopf. Das ist nicht die technische. Ja, wir sind sozialisiert und wir sind irgendwie geprägt. Und ich glaube, der Knoten ist oftmals in uns drin. Denn eine technische Lösung findet es mittlerweile mit allem. Und jetzt auch gerade für diese fernunterrichtliche Geschichte sind diese, da kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen, ob Convertible besser ist mit der Konferenzplattform, die Sie haben, oder ein iPad. Für mich ist das iPad jetzt genial als Tafel, als schriftliche Ergänzung, aber meine Konferenzen selber würde ich immer mit einem Convertible machen. So, und so gibt es immer Stärken, Schwächen eines jeden Systems, wenn man von Schwächen sprechen kann. Das sind ja auch, und das muss man ja einfach mal sagen, es sind ja schon ein bisschen Luxusprobleme. Oh, ich glaube, nee, das ist zum Beispiel eine Geschichte, also das iPad auch mit Datenbankdateien, Microsoft Access, nein. Da kommen Sie ganz klar an Grenzen. Ganz klar. Na? Gibt es sonst noch Fragen? Was ich Ihnen, also mein Home-Bildschirm hier, mein das, was Sie jetzt hier sehen, das ist im Prinzip das, was ich nutze. Ich nutze ganz, ganz viel hauseigene Apps, also mitgebrachte Apps. Natürlich habe ich für Schulungen und sowas, es gibt für alles 500 Apps. Die Frage ist, reicht das nicht erstmal mit den Bordmitteln, sich auf die Bordmittel zu konzentrieren und zu gucken, welche didaktischen Möglichkeiten da drin liegen, denn die sind gewaltig. Ja, von Film, Audio, das ist einfach, im Prinzip fällt mir kaum was ein, E-Books erstellen, Multimediale. Mir fällt kaum was ein, was nicht mit den Bordmitteln geht. Es geht immer schicker, aber auch das. Irgendwann ist auch die Zeit vorbei und ist auch unser Zeitrepertoire durch im App-Suchen. Ja, deswegen konzentrieren Sie sich erstmal, und das werden wir auch bei den Schulungen ja auch so machen, konzentrieren Sie sich erstmal auf einen kleinen Pool. Schaffen Sie erstmal Standards für sich, schaffen Sie Sicherheit für sich. Und die Kinder, die finden ganz allein ihre Wege. Ja, also all das, was ich am Anfang denen vorgegeben habe, je restriktiver ich wurde, desto schneller habe ich sie verloren. Und dann haben sie mir geschrieben, haben gesagt, Herr Hofmann, da ist heute Nacht eine App kostenfrei, die ist besser als der Quatsch, den Sie uns empfohlen haben. Ja, da habe ich gemerkt, ich brauche sie nicht mehr begleiten. So, und dann geht es eben nur noch darum, ich brauche aber einen Dateityp am Ende des Tages, mit dem ich was anfangen kann. Das ist die entscheidende Frage. Nicht wie fancy oder toll die App ist, sondern kann die App sauber exportieren. Gibt es da noch Fragen zu dieser Dateien-App? Also weil ich finde die so unterschätzt und die ist gerade, das ist im Prinzip, das ist das Ding zwischen den Welten. Ja, deswegen ist es wichtig, dass man das vielleicht, dass Sie das vielleicht verstehen oder
vielleicht auch noch Fragen haben. Vielleicht, Andreas, an der Stelle, ob wir die Mikrofone aktivieren wollen. Ich glaube, nicht jede Frage lässt sich tippen. Ja. In der Größenordnung, die wir jetzt haben, 540 Leute, ist natürlich unglaublich viel Disziplin von uns allen zu erwarten. Ich denke, dass wir es hinkriegen. Es ist nicht einfach zu schreiben. Ich merke es auch bei den Antworten, die wir zwischendurch haben. Vielleicht, wenn du einmal unmutest, dass dann auch richtige Fragen zugelassen sind. Allgemeine Aufhebung der... So, jetzt müssten Sie alle Ihre Mikrofone freischalten können. Ja, man hört den ersten Huster. Da sind Menschen. Die Frage zu Active Inspire, Herr Neumann. Active Inspire hat... Nee, ich glaube... Oh. Die haben eine Lösung fürs iPad. Ich weiß aber nicht, ob das direkt Active Inspire ist. Also ich bin auch mit Active Inspire groß geworden. Wie die sich aber weiterentwickelt haben, weiß ich nicht. Schauen Sie mal bitte bei Promethean. Ich habe neulich gesehen, eine Werbung zu einer App, die auf dem iPad läuft. Die Frage zum Backup. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Wenn man alle Dateien in der Cloud hat, braucht man sich nicht mehr um ein Backup kümmern. Jeder Informatiker würde Angst haben vor dieser Antwort. Also ich persönlich mache es folgendermaßen. Ich habe meine schulischen Dateien habe ich alle auf dem Schulserver und in OneDrive im Prinzip. Wie soll ich das sagen? Ich glaube, sicherer als in OneDrive geht nicht. Also mir hat mal ein Professor gesagt, ein Informatikprofessor, als ich ihm stolz sagte, ich habe meine sensiblen Dateien auf einem NAS-Server bei mir zu Hause, da lachte er mich aus und sagte, knacken meine Studenten in 30 Sekunden. Wenn sie sich damit gut fühlen, okay. So, und er meinte, was wir aber nicht knacken, ist Microsoft und die Dropbox und Apple. Also im Prinzip ist das natürlich ein unfassbar sicherer Ort. Aber wir müssen auch gucken, was ist privat und was ist schulisch. Ja, und jeder muss da irgendwie, ich beispielsweise habe ein großes Problem damit, die Bilder meiner Töchter irgendwo in irgendwelche US-Clouds zu packen. Sagt mir einfach mein Bauch. Und da muss jeder so seinen Weg finden. Ich würde immer noch ein Backup machen. Das ist Herr Müller, nee, Quatsch. Ah ja, er hat schon beantwortet mit GoodNotes, ja. Ja, GoodNotes ist natürlich 1:1 das Apple, nein, es ist keine Apple-App, aber es ist 1:1 das iPad-Pendant zu OneNote. Ne? Deswegen, ich würde mich für eins entscheiden und da Sie die Office 365-Variante haben, OneNote ist einfach ein Knaller. Also ist zum Teil erschlägt es mich, weil es schon so mächtig ist, aber da braucht es natürlich auch Schulung dann für. Die Dateien-App, wo er fragte um Herr Lugauer, die heißt Dateien. Das ist, warte mal, ich gebe mal nochmal meinen Bildschirm frei. Das ist so ein kleines Ordnersymbol, wie Sie das kennen. Von Microsoft auch. Guck mal, unten etwa Mitte. Da wurde aufpoppt. Das ist die Dateien-App. Die sieht total unspektakulär aus und lassen Sie sich nicht irritieren, wenn das links anders aussieht. Die Speicherorte, die bei mir da aufgezeigt werden, bei Ihnen kann das sein, dass da nur steht auf meinem iPad. Ja, das muss man sich einrichten hier oben, Seitenleiste bearbeiten zum Beispiel und dann können Sie sich hier Ihre verschiedenen Cloud-Lösungen, die Sie vielleicht privat oder schulisch nutzen, wie OneDrive als schulische Lösung, kann man sich dann hier reinpacken. Einmal anmelden und das müssen Sie nur einmal machen. Sie müssen nicht jedes Mal, deswegen ist es auch so wichtig, dass jedes Kind und also dass jeder Nutzer, dass die Geräte in eine Hand gehen. Weil die Geräte sind dafür gedacht, wie ein Smartphone auch, dass sie in individueller Nutzung sind. Ja, und dass du nicht jedes Mal die Passwörter, du musst dich abmelden aus dem Account und musst dich im anderen Account anmelden. Das ist eben, das verhindert natürlich flüssige Abläufe sehr.
Ja, Herr Schubert, ich habe auf eine Frage geantwortet, was Active Inspire angeht. Ich werde nicht mehr über Active Inspire reden, weil ich dazu nicht viel Ahnung habe. Aber ich wollte da drüber sprechen oder darauf reagieren. Okay, gibt es sonst noch Fragen? Vielleicht nochmal ergänzend an der Stelle, auch von Herrn Schubert und von Erl. Das ist ein sehr umfangreiches Schulungskonzept besprochen, das, was die Diözese ausgesucht, also der Schubert der Diözese ausgesucht hat. Das ist jetzt gerade, läuft die aktive Terminierung, dort geht es los von das, was eigentlich schon mal geschrieben war, der aktiven, wir nennen es Knöpfchenkunde, bis hin zu Beispielen, wie man das Tablet im Unterricht benutzt, wie man aber auch mit dem Convertible und dem iPad parallel arbeitet. Das heißt, auf welchen der Medien ist welcher Vorteil drauf, wie ergänzt sich das. Das ist in den Unterrichtsbereichen, in den Schulungsbereichen, die dort angesetzt sind, sehr gut und sehr intensiv beschrieben, sodass auch dann im Dialog diese einzelnen Sachen besprochen und gelöst werden können. Viele Sachen, die man heute noch als Frage hat, die erübrigen sich sofort, sobald man das Tablet im Unterricht selber, also wenn man selber auch teilnimmt an Schulungen, einsetzt, dann kommt ganz schnell das Verständnis dafür, wie das Ganze funktioniert und reinkommt und eben auch sofort die Beispiele, welche Apps sind für welche Anwendung am besten geeignet. Und ganz wichtig, weil das kam auch vorhin, als Saskia da, ihre Unterrichtsbeispiele gezeigt hat, wir sind alle anders und das ist auch gut so und da wird sich auch nichts dran ändern. Und der eine hat da Lust zu audiovisuellen Sachen, der andere hat Lust zum Programmieren. Tatsache ist, es ist verankert in allen curricularen Vorgaben. Also es gibt ein Medienkonzept in allen Ländern und da stehen diese 4K-Geschichten, sind dort drin. Das heißt, wir müssen es mehr oder minder eh machen. Die Ausprägung obliegt uns als Pädagogen. Und das ist auch das Schöne. Sie haben die Infrastruktur jetzt, die liegt vor. Jeder kann sich in seinem Tempo weiterentwickeln. So, und deswegen, ich verstehe dann nicht so eine Aussage, so nach 10 Minuten, oh, das ist mir alles zu viel, ich bin raus. Einfach mal drauf einlassen, schauen, wenn Ihnen das zu schnell ist, dann suchen Sie sich ein anderes Tempo, eine andere Schulung. Das ist alles da draußen. Wir unterstützen Sie dabei. Also, man muss, glaube ich, nur die Neugierde haben, darauf, ich sage es jetzt mal, norddeutscher Lob, Bock zu haben. Ja. Das Whiteboard von Microsoft, oh, das ist eine sehr spezielle Frage. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Guck mal, da kommt eine Antwort. Dazu muss am iPad der Microsoft Authenticator. Okay. Super, sowas finde ich allein großartig, denn ich hätte jetzt so tun können, als hätte ich eine Antwort und hätte dann sagen können, aber der Herr hat es ja schon geschrieben. Ich habe keine Ahnung, ich hätte Ihnen das nicht beantworten können. Aber da kriegen Sie. Kann ich mal die Frage stellen? Wäre das möglich? Total gerne. Super. Also ich bin an mehreren Schulen tätig, nicht nur an Schulwerksschulen und werden ja auch iPads verwendet. Wo lege ich jetzt meine Daten hin? Also das OneNote, das kann ich ja dann auch also über ein iPad dann, also die Daten vom OneNote kann ich überall dann sozusagen abrufen. Genau. Gibt es da irgendwas, was Schulwerk spezifisch ist oder wäre das dann nur ein Schulserver, wo man die Daten dann drauflegt? Also so wie ich das verstehe, wenn ich falsch liege, dann bitte ich die Herrn Kosak-Müller, mich zu korrigieren. OneDrive, also Office 365 mit OneDrive und OneNote. OneDrive so ein bisschen als Container für Dateien und OneNote als, ja, im Prinzip auch ein Container für Dateien, aber eben mit Notizbuch und sowas. Das ist der Ort, an dem Sie Ihre Daten, Ihre schulischen Daten ablegen. Und dann ist es gehupft wie gesprungen, sagen wir im Norden, ob Sie mit dem iPad arbeiten, ob Sie mit dem Notebook arbeiten. Sie müssen bloß den Weg, ja, sich einmal anmelden. Und dann ist es auch egal, an welchem Standort Sie sind. Ja. Und dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da macht das auch erst Sinn. Also ganz viele Schulen, die jetzt iPads haben, haben kein WLAN. Boah, das ist eine knackige Herausforderung. Ja, also weil da geht auch der Sinn flöten dieses Gerätes.
Ja, aber also verführerisch ist eben der Gedanke, dass ich, egal an welcher Schule ich bin, auf die Daten Zugriff habe und auf, keine Ahnung, Arbeitsblätter, auf das ganze Material, ohne dass ich mir 1000 Passwörter merken muss und dann in einem Klassenraum bin, wo ich wieder kein Passwort habe zu dem iPad, das dann da drin ist. Deswegen, Sie haben ein iPad, das reicht Ihnen für alle Schulen und Sie melden sich an dem iPad mit Ihrer Kennung an. Sie können auch alles in einer, Sie haben es in einer Schule eine Kennung und können da alles hinterlegen und haben von jeder Schule drauf Zugriff. Sie können sich natürlich auch am iPad auch ummelden mit der Kennung von Schule A oder Schule B. Ganz egal, heißt, Sie haben natürlich von überall Zugriff. Das ist gar kein Problem. Es ist nichts anderes wie jetzt mit dem Convertible. Das läuft ganz genauso. Ihre Daten in der Cloud. Sie haben vielleicht drei Kennungen in der Cloud in drei verschiedenen Schulen, aber Ihnen reicht eigentlich eine Kennung dafür. Danke, ja. Die Teams-App war noch eine Frage. Die Teams-App ist wie an Android oder iPhone natürlich etwas optisch etwas anders und die Funktionen vielleicht ein bisschen eingeschränkt zu Windows, aber ich denke, das haben die ganzen Schüler, die jetzt schon die ganzen Leih-iPads haben, arbeiten seit Schuljahres damit. Sie sind wieder ganz schwer zu verstehen. Ich glaube, ich übernehme das hier schnell an der Stelle. Die Teams-App am iPad ist fast genau gleich wie auf dem Desktop. Das Einzige, was sich wirklich signifikant unterscheidet, ist, dass Sie auf dem iPad keine Breakout-Rooms machen können, also keine verschiedenen Diskussionsräume. Diese Funktion ist tatsächlich an den Desktop, also an den Windows-Client gebunden. Aber ansonsten funktioniert das auf dem iPad genauso gut. Also da ist jetzt kein Unterschied. Sie haben ja auch dann den direkten Vergleich. Sie können ja dann auch das Konverter mit dem iPad dann vergleichen, wie Ihnen, welcher Weg Ihnen jetzt persönlich besser gefällt. Das hat Herr Hofmann ja auch herausgestellt. Es geht hier nicht darum, jemandem was vorzuschreiben, hier zu arbeiten hat, sondern tatsächlich ist natürlich das iPad im Unterricht, gerade in der Arbeit mit iPad-Klassen, ein riesen Vorteil, weil man sieht, was die Schülerinnen und Schüler vor sich haben und man sieht es genauso vor sich. Pausen klingeln, das finde ich cool. Also, ich würde diese Zeit jetzt nur noch mal nutzen wollen für Fragen. Diejenigen, die erwartet hatten, eine Einsteigerschulung zu bekommen, das tut mir leid, hatten wir nicht so geplant, war auch nicht so besprochen. Sie können Breakout Rooms damit erstellen. Aber ganz ehrlich, wenn Sie diese Konstellation haben, kann ich die Kinder in ein iPad, ein Escape Room schicken. Sie meinen damit einen Breakout-Raum in einem Escape Room? Ja, ich meinte, Entschuldigung, Breakout-Room. Ich habe das jetzt schon verwendet. Ich hatte bloß Angst, wenn die jetzt ein iPad haben, dass die selber dann nicht reingeschickt werden können. Also ein großes Problem ist gerade, die meisten Schulen haben ja Big Blue Button in MEBIS, in Landeslösungen. Und Big Blue Button und das iPad, die können eigentlich gar nichts miteinander. Das ist bei Teams Gott sei Dank anders. Also sie haben da schon eine ziemlich gut kompatible Oberfläche, die man ihnen gebaut hat. Der Ersteller muss Windows nutzen. Genau. Sehr guter Punkt. Okay, also ich für meinen Teil, wir hatten gesagt, wir möchten nichts in die Länge ziehen. Deswegen, wir wollten Ihnen einen Eindruck geben, wir wollten Sie inhaltlich vorbereiten, wir wollten Ihnen sagen, wer das Team ist und das Support-Team ist, das für Sie da ist. Ich möchte Ihnen noch ganz kurz zum Schluss sagen, es gibt viele, viele Schulen, die kein WLAN haben und um sie herum übrigens auch, deswegen. Ich glaube, Sie sind schon in einer sehr guten infrastrukturellen Lage. Ich wünschte mir das für jede Schule so. Machen Sie das Beste draus, machen Sie es mit Neugierde, aber stressen sich nicht. Das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Bei uns, diese Frage finde ich super. Wir haben
wir geben das nicht vor, ob unsere Kinder mit dem digitalen Stift quasi ihre Mappenführung machen oder mit dem analogen. Wir geben nur vor, dass alles zum Schluss in einer digitalen Mappe landen muss. Also bei Ihnen wäre das OneNote. Denn ansonsten fängst du an, du hast ein bisschen was analog, ein bisschen was digital und es passiert wie beim Fernunterricht. Oh, das ist leider, mein Mikro geht nicht oder ich höre sie nicht. Also das hatte zu viel Platz für Ausreden. Das heißt, wir haben ganz klar gesagt, alles, was ihr macht, ist in einer digitalen Mappe. Aber wenn ihr Lust habt, analog zu schreiben auf Blatt Papier und Füller, um Himmels Willen, werde ich nicht dagegen, mich dagegen aussprechen und sagen, das muss digital passieren. Nein. Okay, dann würde ich an die Herren weitergeben. Für die Herren van der Stucken, oder ist der Herr Kosak noch drin? Ich weiß es nicht. Ja, ich sehe ihn noch. Dass wir vielleicht beenden. Ja, ich bin noch da. Super. Es wäre schön, das haben wir jetzt nicht besprochen, ich will Sie hier nicht reinschmeißen, aber es wäre schön, wenn Ihre Worte die ersten und die letzten wären. Ja, dann. Da ist tatsächlich vielleicht unter Umständen bei einigen ein Missverständnis gewesen. Es ging tatsächlich heute darum, also Lust zu machen auf das, was mit dem iPad passieren kann. Keine Einsteigerschulung, die werden kommen. Die entsprechenden Termine hat Herr van der Stucken, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Mal in den entsprechenden Chat geschrieben. Die werden wir Ihnen, sobald Sie da sind, kommunizieren. Auch dort wird es übrigens so sein, dass das alles aufgezeichnet wird. Das heißt also, Sie müssen nicht an diesen Terminen sklavisch dann irgendwie da sein und das angucken, sondern Sie können das jederzeit alles, immer wenn es Ihnen passt, also anschauen. Das ist auch das Konzept, also von dieser Fortbildung, dass niemand gezwungen ist, an einem gewissen Tag zu einem gewissen, zu gewissen Uhrzeit die Schulung machen zu müssen, sondern Sie können das alles nach Lust und Laune dann für sich zum bei Ihnen passenden Zeitpunkt genießen oder wie auch immer Sie das bezeichnen wollen. Diese Termine kommen. Heute ging es eigentlich wirklich nur darum, also um Ihnen zu zeigen, was kann so ein iPad, also was gibt es für Möglichkeiten. Das wird unter Umständen bei manchen sehr weit gehen, das haben wir heute gesehen, ein bisschen zu programmieren. Bei anderen wird es vielleicht unter Umständen tatsächlich eher mit dem Stift und mit der Korrektur von Fotos oder irgend sowas laufen. Aber da würde ich mich dem Herrn Hoffmann anschließen wollen. Das liegt tatsächlich bei Ihnen. Da können Sie das Tempo vorgeben, Sie geben den Schritt vor. Das ist eigentlich das Schöne an dem Digitalen, dass von niemandem verlangt wird, dass er jetzt hier also die tollsten Unterrichtsprojekte in vollendeter Form macht, sondern setzen Sie es ein, wo es für Sie jetzt erst einmal sinnvoller erscheint, wo Sie echt einen Nutzen haben, wo Sie sich sagen, ja, da wird es jetzt tatsächlich besser. Denn das hat Hoffmann heute auch gesagt, also an der Digitalität werden wir nicht mehr vorbeikommen. Diese Zeiten sind leider so, dass wir dieses Thema nicht mehr aus der Welt bekommen. Und das leider ist in Anführungszeichen, denn ich glaube, dass es, wenn wir es sinnvoll und pädagogisch nutzen, dass es für uns schon einen Mehrwert bringt als Pädagogen. Und mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle auch einen Nutzen für Schüler bringt, der weit über das hinausgeht, was wir bisher getan haben. Dazu sollte eigentlich der heutige Tag dienen, nicht zum, wie schalte ich ein iPad ein oder wie lasse ich es nicht herunterfallen oder Sonstiges, sondern heute ging es tatsächlich darum, Ihnen zu zeigen, was kann dieses Teil, um Ihnen auch ein bisschen Angst zu nehmen, ob Sie jetzt, ob das gelungen ist oder nicht, das überlasse ich jetzt Ihnen. Aber ich denke, Sie haben zumindest gesehen, was dieses Gerät kann und was es dann auch in Abgleich mit Ihrem Windows-Gerät kann. Und da ist, glaube ich, auch heute die Linie ein bisschen klar geworden. Dieses Windows-Gerät ist tatsächlich eher für die filigranen Erstellungen von Arbeitsblättern, von Breakout-Rooms dann in Teams oder was auch immer. Aber für den Unterricht, um in den Unterricht hineinzugehen, da ist unsere Idee tatsächlich schon, also das ist mit dem iPad unter Umständen allein schon aus Gewichtsgründen vielleicht das Einfachere und vielleicht auch das Handhabbarere. Und so ist unsere Idee, dass wir dann auf letzten Endes auch mit dem gleichen Gerät, wie die Schüler im Klassenzimmer sind. Aber wenn Sie das anders handhaben wollen, auch das ist Ihre Freiheit. Auch das bleibt Ihre pädagogische Freiheit. Das denke ich, das soll auch heute das Schlusswort sein. Die pädagogische Freiheit ist es, die es ausmacht. Und da vertraue ich sehr auf Sie. Und ich weiß, dass Sie in den letzten Monaten, und das möchte ich an der Stelle jetzt sagen, also viel, viel geleistet haben.
ganz neue Wege gegangen sind, tatsächlich manche richtig ins kalte Wasser gesprungen sind und sie haben es alle hervorragend gemacht. Das sind die Rückmeldungen, die wir haben. Selten, dass wir so viele positive Rückmeldungen in die Geschäftsstelle bekommen. Die kriegen ja immer nur eigentlich Tadel. Aber von vielen Eltern, von vielen Landräten, von Bürgermeistern, die sagen, ihr habt das echt richtig toll gemacht und das darf ich heute weitergeben an Sie. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, wie wir begonnen haben, dann schaffen wir das auch mit dem iPad. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Und kommen Sie gut nach Hause, kann ich nicht sagen. Ich würde mir es wünschen, wenn ich es irgendwann wieder mal sagen könnte und wir uns alle sehen würden und dann live, kommen Sie gut nach Hause. Sie sind zu Hause, hoffe ich, und machen Sie es gut. Schönen Abend und vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie investiert haben in Digitalität. Sie wird nicht umsonst sein, ich bin sicher. Danke. Herr Kosak, soll ich den Raum schließen? Und ja, ich glaube, wir können ihn schließen. Alles klar, dann verabschiede ich mich auch. Machen Sie es gut alle zusammen. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.